Die Sprachübertragung beginnt jetzt. Alle Teilnehmer befinden sich im Zuhörermodus. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, Sie können uns alle gut verstehen und ich würde mal kurz bitten, diejenigen, die schon dieses Frageportal gesehen haben, dass sie uns kurz mal schreiben, ja, man kann uns hören. Dann auch der Test von meiner Person, Robert Dieter hier, guten Morgen. Auch ich hoffe, dass Sie mich auch gut verstehen können. Kann man auch Robert Dieter gut verstehen? Ja, 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 wunderbar, das ist ja. Robert, das funktioniert ja. Ja, liebe Viktoria, das kommt davon, dass du mich so gut eingewiesen hast und ich jetzt auch ein neues Headset habe und dank deiner Unterstützung jetzt auch wirklich gut zu verstehen bin. Vielen Dank, liebe Viktoria. Perfekt. Also wir haben einige, die schreiben, es hakt zwischendurch. Das kann leider passieren. Wir werden versuchen, langsam und deutlich zu sprechen, sodass Sie uns auch gut verstehen können. Wenn irgendwas doch nicht funktionieren sollte, Sie kriegen im Nachgang das ja auch zugeschickt und können dann alles nachhören. Super, wir haben jetzt 10.01 Uhr, sehe ich gerade, dann würde ich sagen, wir starten nun offiziell mit unserem Webinar zum Thema das neue Coronavirus verstehen. Sie haben sich alle eingewählt, wunderbar, das heißt, das hat schon mal geklappt. Vielleicht mal kurz, was sind die Ziele von heute? Die Ziele sind, dass wir Ihnen Fachwissen übermitteln über das neue Coronavirus. Wir wollen Ihnen auch eine Anleitung geben zur Sicherheit Ihrer Mitarbeiter und Ihrer Kunden. Und wir werden Ihnen praktische Einblicke geben, wie man das Coronavirus bekämpfen kann. Und das über alle verschiedenen Segmente. Vielleicht ganz kurz, wer sind denn wir? Mein Name ist Viktoria Wagner. Ich bin zuständig für das europäische Training bei Institutional Europe bei Ecolab. Und ich bin zusätzlich auch noch im Bereich Food Safety als Leader zuständig, auch über Europa und alle Bereiche. Mein Schwerpunkt ist genauso wie bei Robert das Thema Hygiene und dafür brennen wir, das werden Sie auch gleich merken. Und ich bin promovierte Lebensmitteltechnologin, Ökotrophologin und Qualitätsmanagementbeauftragte. Robert, zu dir. Ja, ganz kurz was zu meiner Person. Name schon gefallen, Robert Dieter. Auch schon lange beim Unternehmen Ecolab dabei. Vom Beruf können Sie unten alles lesen, ganz viele Fachausbildungen. Und das Thema Hygiene fachlich seit über 35 Jahren ist das so mein Steckenpferd. Und wenn Sie da lesen, Gesundheitsaufseher, was sind das für Menschen? Ja, das sind die Kolleginnen und Kollegen, welche im Gesundheitsamt tätig sind. Pendant zu der Lebensmittelkontrolle ist halt der Gesundheitsaufseher für die Hygiene im öffentlichen Gesundheitswesen. Und das ist auch so mein Beruf. Und aus dieser Richtung komme ich und freue mich dann heute gemeinsam wieder mit Viktoria, Sie in der nächsten guten Stunde oder 1.15 zu informieren über das aktuelle Thema Corona. Genau, guter Hinweis mit 1.15. Also was wir jetzt geplant haben, wir werden 1:15 referieren. Danach werden wir 15 Minuten noch in der Leitung bleiben für die, die noch offene Fragen haben. Und Sie können diese Fragen über das Portal dann an uns stellen. Also wer es noch nicht gesehen hat, viele haben es ja schon gefunden, rechts haben Sie dieses Portal, wo dann irgendwo das Fragen auftaucht, oder dort einfach reintippen und die kommen direkt zu mir. Und sofern die nicht während des Vortrags schon beantwortet wurden, bleiben wir zum Schluss nochmal in der Leitung. Ein paar andere Sachen auch nochmal. Sie werden merken, die Folien sind sehr, sehr vollgepackt. Das haben wir bewusst so gemacht. Wir werden nicht alles vorlesen. Wir haben es nur deswegen gemacht, weil Sie das als Unterlage danach zugeschickt bekommen. Und darum hatten wir gedacht, lieber etwas mehr Inhalt, damit Sie dann nochmal alles nachlesen können. Wir gehen aber nur auf die wichtigsten Punkte ein. Und wie gesagt, nicht nur das Handout wird rumgeschickt, sondern auch nochmal die Aufnahme, damit Sie das auch nochmal entsprechend nutzen können. So, und dann steigen wir schon mal ein in den ersten Bereich, nämlich was wir über das Coronavirus wissen. Wir wissen, dass es bis vor kurzem noch unbekannt war, aber mittlerweile als SARS-CoV-2 benannt wurde und es löste die Covid-19-Pandemie aus. Covid-19, so wurde die Krankheit benannt und seit kurzem wurde auch seitens der WHO, der Weltgesundheitsorganisation, der Gesundheitsnotstand ausgerufen. Generell empfehlen wir an dieser Stelle immer, sich an das WHO oder RKI sowie die örtliche Gesundheitsbehörde zu wenden, denn die sind wirklich immer am letzten Stand mit den Informationen. Wir haben deswegen auch deren Quellen sehr häufig benutzt. Generell, was ist ein Coronavirus? Es gibt viele Coronaviren. Das ist eine ganz große Familie, die typische Erkältungskrankheiten auslösen. Die bekanntesten bis jetzt sind das MERS,
sowie das SARS-Virus. Das SARS-CoV-Virus ist 2002 schon mal aufgetreten, haben Sie vermutlich gehört. Das MERS ist 2012 aufgetreten. Das waren aber zu dem Zeitpunkt immer nur Epidemien, das heißt auf eine gewisse Region begrenzt. Eine Pandemie, die ist weltweit. Das ist der Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten. SARS steht für schweres, akutes respiratorisches Syndrom oder anders gesagt Atemwegssyndrom. Und wie schon gesagt, SARS-CoV-2 ist ein neuer Stamm, der eben kürzlich beim Menschen das erste Mal identifiziert wurde. Weitere Informationen zu Covid-19. Man weiß, dass bis zu 14 Tage infizierte Personen keine Symptome zeigen können. Allerdings können die zu dem Zeitpunkt die Krankheit schon übertragen. Wir wissen auch, es gibt im Moment noch immer nicht eine spezifische Behandlung oder Impfstoffe. Es wird aber komplett daran geforscht und man investiert da im Moment sehr viel Ressourcen da rein. Zudem weiß man, dass es am gefährlichsten ist für Menschen über 65 Jahre, aber auch Menschen mit vorbestehenden Grunderkrankungen. Wir haben da mal, ist jetzt schon ein bisschen paar Wochen alt, aber es passt noch ganz gut, rausgesucht eine Statistik vom RKI, die besagt, dass aber die meisten Infizierten zwischen 15 und 59 Jahre alt sind, muss jedoch nicht heißen, dass die unbedingt Symptome zeigen. Aber das nur noch gleich vorweg. Die typischen Symptome sind Atemwegsbeschwerden, Fieber, Husten und Kurzatmigkeit. Und was kürzlich auch noch mal rausgefunden wurde, ganz viele Erkrankte leiden auch einem Verlust des Geschmacks und Geruchssinn. Also auch ganz spannend, dass man es daran anscheinend damit in Verbindung bringen kann. Ergänzend noch ein im Moment viel diskutiertes Thema. Wie verbreitet sich das Coronavirus? Und da ist das letzte Wort an dieser Stelle noch nicht gesprochen. Das muss man auch fairerweise sagen. Derzeit geht man davon aus, dass es durch die Luft geht, durch Husten und Niesen, durch engen persönlichen Kontakt oder durch Berühren eines Gegenstandes, der mit dem Virus kontaminiert ist. Und wenn man dann die Hand auf Mund, Nase oder Augen gibt, kann das Virus über die Schleimhäute aufgenommen werden. Aktuell vermutet man, dass es vorwiegend über große Tröpfchen funktioniert. Das ist deswegen auch entscheidend, weil wir später über die Schutzmasken sprechen, warum die vielleicht doch Sinn machen, gemäß letztem Kenntnisstand. Und wir wissen auch, dass die Covid-19-Erkrankung von Mensch zu Mensch erfolgt. Und da wird Robert später auch nochmal darauf eingehen, warum ein gewisser Abstand so entscheidend ist. Vielleicht auch ein häufig gefragtes Thema an dieser Stelle: Wie lange überlebt denn das Virus auf Flächen? Wir sprechen auch von Denazität. Und ja, das ist auch noch nicht final entschieden. Es gibt verschiedene Studien. Man geht derzeit aus von 24 Stunden bis zu 9 Tagen. Ich weiß, es ist wahnsinnig breit gefächert. Das liegt daran, dass es eben im Moment verschiedene Studien gibt, die das noch analysieren. Das RKI hat einen Rückschluss getroffen aufgrund des SARS-CoV-1-Virus und dann wurde vermutet im Durchschnitt circa 6 Tage. Sie sehen die Quellen jeweils auch unten entsprechend angehangen als Link. Das weiß man im Moment. Man weiß aber auch, dass es derzeit noch neue Studien gibt aus dem Bereich Heinsberg in Deutschland, wo ja das Epizentrum war der Corona-Infektion in Deutschland. Und dort haben die ersten Studien gezeigt zwischen 24 Stunden und 3 Tagen. Also Sie sehen hier, ich kann keine explizite Auskunft geben. Es ist aber irgendwo in dem Zeitraum um die 3 Tage, vielleicht im Schnitt aus jetziger Zeit. Was wir wissen, im Gegenzug zu Bakterien kann sich das Virus und jedes Virus nicht auf Oberflächen vermehren. Denn ein Virus braucht irgendwie einen lebenden Körper, irgendeinen Wirt, dann klappt das wunderbar. Wir wissen auch, dass die Überlebensdauer abhängig ist von der Temperatur, der Luftfeuchte und der Oberflächenbeschaffenheit. Zudem wissen wir, dass es schneller austrocknet bzw. UV-Strahlen vorhanden sind, dass es eher abstirbt und dass niedrige Temperaturen und eine hohe Feuchte das Ganze beschleunigt, also die Überlebensdauer begünstigt. Und was wir jetzt Ihnen zeigen werden, sind verschiedene Maßnahmen, die Sie zum Schutz ergreifen können. Robert, habe ich sofern alles genannt oder irgendwas vergessen?
Ja, erstmal, Victor, vielleicht ein kleiner Hinweis noch. Bei mir kommt deine Stimme das immer ganz klar deutlich rüber, irgendwie rauschen. Vielleicht kannst du ganz kurz mal dein Mikro prüfen, weil ich jetzt weiß, wie die anderen Zuhörerinnen und Zuhörer das so wahrnehmen. Manchmal ganz schwer zu verstehen. Aber ich denke, das kriegen wir jetzt die nächsten Minuten noch in den Griff, sodass das störungsfrei läuft. Ja, wie du schon ebenso schön sagtest, zu dem Thema. Es gibt ganz, ganz viele Schutzmaßnahmen, die man greifen muss. Du hattest am Anfang erwähnt gehabt, das Virus unterscheidet sich zum Bakterium dadurch, dass es sich nicht außerhalb des Körpers vermehren kann. Das ist schon mal eine gute Nachricht, im Gegensatz zu Bakterien, die dann auch auf Gegenständen sich dann vermehren können. Und das Virus bleibt so erstmal, wie es ist. Und wir müssen durch ganz gezielte Maßnahmen versuchen zu verhindern, dass das Virus wieder zu uns in den Körper gelangt oder denjenigen, den wir entsprechend betreuen. Und von daher sind gerade ganz paar Spielregeln ganz entscheidend wichtig. Zum einen haben die Gesundheitsbehörden und die lokalen Gesundheitsbehörden hier und da entsprechend sehr transparent deutlich gemacht, was zu beachten ist, was ich machen muss. Und darauf ist bitte auch Folge zu leisten. Natürlich, wie gesagt, ganz ein wesentlicher Punkt, die persönliche Hygiene verstärken. HustEtikette, wie es so schön heißt. Wenn man teilweise in den Supermärkten, in den Einkaufsmärkten unterwegs ist, bekommt man das über Lautsprecherzusagen immer wieder angehalten. Ich habe es gestern wieder live erlebt, wo dann immer wieder daran erinnert wird, Abstand halten, ein ganz wesentlicher Punkt, weil Sie müssen einfach mal sehen, dass diese Mikroorganismen generell, Bakterien und Viren, wir immer von unserem Körper aus abgeben. Wir haben so eine kleine Bakterienwolke um uns herum, in der Regel so einen guten Meter, anderthalb Meter. Allein durch Sprache, durch Bewegungen können wir Keime abgeben. Und gerade das Virus über Tröpfcheninfektion. Und deswegen, wie es hier so schön beschrieben ist, ein ganz wesentlicher Punkt, Abstand halten. Und ganz wichtig, unseren Gegenüber entsprechend vor Tröpfchen schützen, die wir durch die Sprache in die Umwelt abgeben. Ich finde das eine ganz tolle Geschichte, dass gerade die Kolleginnen und Kollegen, welche im Einzelhandel ja unterwegs sind, erstmal dadurch geschützt werden, dass man jetzt überall Plexiglasscheiben entsprechend installiert hat, was ein ganz wichtiger Punkt ist, weil ohne die Kollegin könnten wir gar nicht mehr einkaufen gehen und wir sollten froh sein, dass sie da sind und die gilt es auch ganz besonders zu schützen. Und dass man entsprechend halt auch, wenn man entsprechend vielleicht einkaufen war, dass man danach auch eine Handhygiene noch macht in Form von Händewaschen. Weil im privaten Bereich reicht das Händewaschen vollkommen aus. Das Virus lässt sich gut von der Hand herunterwaschen. Es geht dann über dieses Abwasser in die Kanalisation, richtet keinen Schaden mehr an. Und nur dort, wo es zwingend notwendig ist, mache ich eine Händedesinfektion. Das heißt also in der Lebensmittelhygiene, in der Pflege, in der Reinigungstechnik, da muss ich Händedesinfektion betreiben, um mich zu schützen und auch das Virus zu inaktivieren. Im privaten Bereich sind entsprechende Handwaschungen vollkommen ausreichend. Und man hat auch hier beschrieben, stellen Sie geeignete Desinfektionsmittel bereit. Ja, in Deutschland werden ja zum Glück nur geeignete eingesetzt, eine gesetzliche Vorgabe, VHH gelistete Präparate, die zum Einsatz kommen müssen oder nach EU-Normen für den Lebensmittelbereich. Das ist hier sichergestellt. Fallen Sie bitte auf keine Werbungen herein, die mir irgendwelche Ware anbieten mit 99,9%. Das ist eine ganz normale mechanische Reinigung. Senden Sie die gelisteten Präparate ein, was Sie auch tun. Und wie gesagt, halten Sie entsprechenden Sicherheitsabstand. Und ein ganz, ganz wesentlicher Punkt darf nicht vergessen werden, gerade die Kolleginnen und Kollegen draußen, die noch das Leben sozusagen aufrechthalten, die ganz lange Handschuhe tragen müssen, sich häufig die Hände waschen müssen. Denken Sie bitte an den Hautschutz und die Hautpflege. Im Gesundheitswesen kennt man das, gesetzlich vorgeschrieben, über berufsgenossenschaftliche Vorschriften, aber hier auch bitte da ganz konkret daran denken. Ich hoffe, ich habe erstmal soweit alles erzählt, liebe Viktoria. Wenn man jetzt unterwegs ist, wie kann man das so in Risikoklassen einstufen? Genau, es gibt verschiedene Risikogruppen, die ich gleich nochmal vorstellen werde. Vielleicht nur der Vollständigkeit halber noch kurz erwähnt an jene Kollegen, die Probleme haben, über das Internet vernünftig uns zu verstehen. Sie können sich auch telefonisch einwählen, dafür einfach rechts im Portal das entsprechend ändern und dort auf Telefoneinwahl gehen. Dann haben Sie auch alle Nummern, die Sie wählen müssen. So, zu den Risikogruppen. Es gibt drei Risikogruppen: Grün, Gelb und Rot. Grün heißt im Grunde, wenn gerade kein Ausbruch bekannt ist. Das heißt, Sie haben die gängigen Maßnahmen, die Sie ohnehin durchführen und die gilt es auch weiterhin zu befolgen. Bei Gelb heißt es ist schon irgendwo ein Ausbruch in einem gewissen Gebiet bekannt.
Und dann wird empfohlen, alle Abwehrmaßnahmen zu verstärken und genauso auch das Training, um das Risiko bestmöglich zu minimieren. Bei Rot, und da sind wir jetzt, da ist ein offiziell gemeldeter Ausbruch in einer Region bekannt oder auch in der Einrichtung oder so wie bei uns. Wir haben jetzt eine Pandemie und dann gilt es wirklich alles dafür zu tun, um die Infektions- und Krankheitskette zu unterbrechen. Ich lese das nicht im Detail durch, denn wir gehen das ohnehin Schritt für Schritt im Einzelnen durch, worauf zu achten ist. Robert, und wie sieht es denn aus? Wie kann ich mich denn jetzt effektiv schützen? Ja, wir haben es wirklich selbst in der Hand und das kann man auch wirklich so bildlich so betrachten. Die Hände sind Überträger Nummer eins. Neben der Sprache, die mit Tröpfchen in Bezug auf Corona, spielen unsere Hände eine entscheidende Rolle. Und deswegen gilt es, wie eben schon mal erwähnt, die Handhygiene wirklich par excellence umzusetzen. Das heißt wirklich bewusst, sich die Hände zu waschen. Vor Corona war das Händewaschen ein üblicher Vorgang. Ich habe das sehr oft beobachtet, der sehr unterschiedlich lang war. Je nach Verschmutzungsgrad der Hand. Wenn die Hände stärker verschmutzt sind, man hat Kartonagen ausgewagt, erdbehaftete Lebensmittel angefasst, die Hände waren schmutzig, man hat die länger gewaschen. Wenn die Hände sauber waren, man hat die Hände gewaschen, ja, nach dem Toilettengang, das waren dann so sekundenweise. Heute beobachte ich ein anderes Verhalten, das was auch sehr gut ist, ist nämlich dann, man versucht, das Virus von der Hand herunterzubekommen. Und wie eben schon erwähnt, es lässt sich gut herunterwaschen, aber es bedarf einer gewissen Waschzeit. Und diese sollten wirklich 20 Sekunden betragen. Dann haben Sie nicht nur Schmutzpartikel runtergewaschen, ein paar Bakterien auch noch, aber ganz besonders halt das Coronavirus. Und da, wo ich vielleicht mir nicht die Hände waschen kann, da ist auch schon mal eine Händedesinfektion einzusetzen. Aber Ziel muss es sein, das Virus und nicht nur das Virus, sondern auch viele andere Erreger, wenn es gerade im Bereich des Gesundheitswesens, des Einzelhandels, der Lebensmittelhygiene, im Gebäudereiniger unterwegs sind, Gebäudereinigertechnik, gilt es ja nicht nur, das Coronavirus zu inaktivieren, sondern viele andere Keime auch. Und das machen sie halt über die Handhygiene. Ein wesentlicher Punkt ist, wo ich mich auch nur verschützen muss, ist diese unbedarfte Bewegungen, die man schon mal hat. Man fasst sich ans Auge, in die Nase, im Mund. Und schon habe ich, wenn ich vorher keine Handhygiene betrieben habe, eine sehr gute Möglichkeit geschaffen, das Virus in meine Schleimhäute, in meinen Körper zu transportieren. Und auch das gilt es entsprechend zu verhindern. Und was hier unten nochmal allgemein beschrieben ist, das hört man täglich in der Presse. Ich denke, das kennt man, das berücksichtigt man. Man sieht es ja auch in den Einkaufsmärkten. Bitte halten Sie Abstand. Denken Sie an Ihre kleine Bakterienwolke, die Sie stetig abgeben. Und so können Sie Ihre Menschen in Ihrer Umgebung schützen. Und das muss das Ziel sein. Und wie gesagt, sollten wirklich Symptome auftreten, die dahin deuten, dass Sie eine Infektion, eine Atemwegsinfektion haben, vielleicht durch Corona sogar oder vielleicht ein anderer Erreger, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem zuständigen Arzt auf, via Telefon. Bitte nicht in die Praxis gehen, aber auch das, denke ich, wird mittlerweile auch sehr, sehr gut umgesetzt. Und dort folgen Sie dann den entsprechenden Anweisungen. Aber das Beste, was Sie machen können, ist die Handhygiene und diverse Schutzmaßnahmen, auf die wir dann gleich noch im Detail angehen. Und es gilt einmal nicht nur mich zu schützen, sondern halt auch die anderen. Und das kann man jetzt wunderbar auf dem nächsten Chart sehen, was man da machen muss. Und wie gesagt, auf die einzelnen Punkte gehen wir gleich noch im Einzelnen ein, was den Mund-Nasen-Schutz, die Atemschutzmaske betrifft und so weiter. Wie gesagt, denken Sie daran, gemeinsam, nur gemeinsam werden wir es schaffen, diese Pandemie, erstmalige Pandemie, die wir hier erleben, hoffentlich auch ganz schnell und gut in den Griff zu bekommen. Das erstmal an dieser Stelle dazu. Wieso ja, was sollte man dann noch alles machen? Genau, wir haben schon erwähnt, Gesundheits- und Hygienepraktiken müssen eingehalten werden. Und da bitte nochmal vermehrt darauf achten. Sie kennen das, Sie sind Experten, nur in dem Fall nochmal vermehrt darauf achten. Dann empfehlen wir, dass man wirklich einen Maßnahmenplan für das Unternehmen erarbeitet und sich vorab überlegt, worauf muss ich denn achten. Wichtig ist auch, und wir werden das heute noch oft genug sagen, dass man wirklich alle Oberflächen mit hoher Kontaktfrequenz häufig reinigt oder gegebenenfalls auch desinfiziert. Vor allem beim Ausbruch sind die dann auch, wird empfohlen, diese auch zu desinfizieren. Und wir werden auch immer wieder darauf hinweisen, auf die ordnungsgemäße Schutzausrüstung. Da gibt es dann im Gleich nochmal eine komplette Übersicht dazu. Es gibt aber auch gute Neuigkeiten und gute Nachrichten zum Coronavirus, Robert. Welche sind denn das? Ja, die guten Nachrichten sind, wie wir eben schon mal ein bisschen erzählt haben, dass das Virus, wie gesagt, sich relativ leicht
bekämpfen lässt. Bekämpfen lässt durch ganz gezielte Maßnahmen, einmal der persönlichen Hygiene, aber auch durch entsprechende Desinfektionsmittel und Verfahren. Ich muss nicht zwingend, wie man das bei dem einen oder anderen Erreger schon mal kennt, spezielle Maßnahmen in Form von Desinfektionsmitteln oder Verfahren in die Wege leiten. Das sind Maßnahmen, die im Infektionsschutzgesetz auch beschrieben sind, die das Gesundheitsamt anordnen kann, wenn eine wirklich ganz gravierende Gefahr noch besteht und ich spezielle Chemikalien brauche, eine sogenannte RKI-Liste, die wir hier in Deutschland noch haben. Das sind halt Präparate auf besonderen Wirkstoffbasen wie Peersäuren, Aldehyden, Wasserstoffperoxid etc., die in hohen Konzentrationen eingesetzt werden müssen. Und das brauchen wir zum Glück bei Corona nicht. Also alle Standardverfahren, das werden Sie gleich erleben in der Präsentation, die Sie generell einsetzen. Von der Wäsche übers Geschirr angefangen, sind die Maßnahmen, die ausreichend sind, das Coronavirus zu inaktivieren. Und das sind die guten Nachrichten. Ich muss mir keine Gedanken um spezielle Verfahren machen, sondern ich kann die Standardhygieneverfahren ganz gezielt und bewusst so umsetzen. Genau. Und wir dafür haben wir die verschiedenen Bereiche. Ne? Genau. Wir haben uns hier einen Maßnahmenplan schon vorbereitet, um Ihnen dann eine Hilfestellung zu geben. Generell, und wir haben das auch schon erwähnt, es gilt immer die Empfehlung des zuständigen Gesundheitsamtes bzw. der Behörde. Dann bitte die persönliche Hygiene nochmal verstärken in der gesamten Organisation, entsprechend Hygienematerial zur Verfügung stellen und wie gesagt immer wieder die Oberflächen und Gegenstände mit hohem Kontaktpotenzial nochmal vermehrt reinigen und desinfizieren. Achten Sie auch, wie gesagt, auf die persönliche Schutzausrüstung. Und je nach Segment gibt es auch noch weitere Informationen oder Tipps von unserer Seite. Zum Beispiel beim Restaurant natürlich weiterhin auch auf die gute Hygienepraxis achten. Und überlegen Sie, falls nicht schon geschehen, ich weiß, viele haben es schon getan, eine Umstellung auf To-Go. Bei den Hotels, auch da im Moment wenig anwendbar, aber da lohnt es sich schon, nicht öffentliche Bereiche entsprechend zu schließen. Bei externen Dienstleistern ist uns ganz wichtig, nochmal zu erwähnen, dass es wirklich hier wichtig ist, die Kommunikation zu Ihren eigenen Kunden zu intensivieren. Das heißt zur Pflegedienstleistung, zur Hauswirtschaftsleitung. Also überlegen Sie, wer sind Ihre wichtigsten Kontaktpersonen und informieren Sie sich da nochmal gut, was Stand der Dinge ist. In der Pflege gilt es, die Infektionskontrolle nochmal zu verstärken, die Mitarbeiter aufzuklären, zu informieren und auch da, falls noch nicht geschehen, nicht wichtige öffentliche Bereiche zu schließen oder sogar die Lieferung von Speisen in die Zimmer zu organisieren. Und auch im Bereich von Retail, für die ganzen Supermärkte, empfehlen wir auch nochmal die Mitarbeiter über die richtigen Verfahren, die Infektionskontrolle entsprechend aufzuklären und zu informieren. Thema Lebensmittelsicherheit. Robert, muss ich jetzt Angst haben, wenn ich mein Essen esse, dass ich dadurch Covid-19 bekomme? Nein, nicht Covid-19. Wenn man eine nicht gute Hygienepraxis betreiben würde, was bei uns in Deutschland ja zum Glück nicht der Fall ist, wir haben ja einen sehr hohen Standard, besteht eher die Gefahr, die klassischen Lebensmittelinfektionen sich einzuhandeln über Salmonellen, Campylobacter und so weiter. Und das gilt es auch zu behindern, weil denken Sie bitte dran, wir haben nicht genügend Intensivpflegeplätze, nicht genügend Plätze generell in den Krankenhäusern und jede Infektion, die ich verhindern kann, hilft uns generell hier in Deutschland sehr, sehr gut weiter. Und deswegen spielt auch immer die gute Hygienepraxis im Umgang mit Lebensmitteln eine Rolle. Aber wie du schon eben sagtest, man muss sich keine Gedanken machen zum Thema Corona und Lebensmittel. Auch da hat das Bundesinstitut für Risikobewertung in Berlin auch schon eine Stellungnahme herausgegeben. Eher unwahrscheinlich, dass da was sein kann, denn wenn jemand mal niesen sollte, ein paar Tröpfchen aus Lebensmitteln kommen. Die gute Herstellpraxis von Lebensmitteln, die wir generell hier in Deutschland in allen Bereichen ja umsetzen, vom Street-Business angefangen, von der sogenannten Pommes frites-Bude, wie man so schön sagt, vom Restaurant, Hotel, Betriebsrestaurant oder über unsere Backshops in den Supermärkten oder die frische Theken. Da brauchen Sie keine Angst zu haben. Wir müssen, wie gesagt, eher das Personal dahinter schützen, durch Spuckschutz, aber über das Lebensmittel erstmal keine Gefahr, liebe Viktoria. Sehr gut. Ganz anders schaut es mit anderen Bereichen aus. Ja, auch eigentlich nicht so schlecht. Auch beim Transport kam immer wieder die Frage, importierte Waren, importierte Reinigungsmittel, wie sieht da das Risiko aus? Also auch dadurch gibt es keine Belege für eine Covid-19-Übertragung. Das ist schon mal sehr wichtig. Aber der Hinweis da, es gibt keine sterile Umgebung. Das heißt, Mikroorganismen sind überall. Darum empfiehlt sich nach wie vor und vielleicht nochmal verstärkt, die Wareneingangskontrolle durchzuführen nach guter Hygienepraxis und entsprechend mit ordnungsgemäßer Handhygiene. Da
da vielleicht vermehrt die Tage nochmal drauf zu achten. So, Thema Biostoffverordnung haben Sie vermutlich schon mal gehört. Die beschreibt die Gefahren am Arbeitsplatz beim Umgang mit biologischen Arbeitsstoffen. Und was ist SARS-CoV-2? Es gehört wie andere Mikroorganismen zu den Biostoffen. Robert, was kannst du uns dazu sagen? Die Biostoffverordnung ist ein Teil des großen Thema Arbeitssicherheit, Arbeitsschutz für die Mitarbeiter. Ich habe früher auch im Labor gearbeitet und die Biostoffverordnung kennt man schon seit vielen, vielen Jahren. Primär erstmal damals für die Menschen, die im Labor gearbeitet haben, um die speziell im Umgang mit den Krankheitserregern zu schützen. Und man hat aber nicht nur im Labor mit Krankheitserregern zu tun, da spricht man von gezielten Tätigkeiten, wenn ich einen ganz speziellen Keim einzüchte, sondern die vielen ungezielten Tätigkeiten im Umgang mit Biostoffen, also mit Mikroorganismen, die ich habe, wenn ich im Bereich der Gebäudereinigung, der Pflege, der Lebensmittelhygiene unterwegs bin. Und deswegen hat man gesagt, gilt die Biostoffverordnung für alle Bereiche, wo Menschen in irgendeiner Form mit Keimen beruflich zu tun haben. Und man hat diese ganzen Keime, die man so kennt, und das ist nur ein kleiner Teil aller Mikroorganismen, kennt man übrigens, hat man in sogenannte 4 Risikogruppen eingeteilt. Und da sehen Sie jetzt hier am nächsten Chart, es gibt die Risikogruppen 1-4. Und jede Risikogruppe, da gibt es entsprechende Mikroorganismen als Vertreter dazu. Und hinter jeder Risikogruppe gibt es dann die Schutzmaßnahmen, die zu tätigen sind, um mich vor diesen Erregern zu schützen. Und das muss auch jährlich in den Einrichtungen geschult werden, angefangen von Gesundheitswesen über die Gebäudereinigung und so weiter. Und die Risikogruppe 1 beispielsweise sind ganz harmlose Keime, die ich brauche, um Lebensmittel herzustellen. Der Winzer, der Bierbrauer, der arbeitet mit Hefe. Auch da ist es ein Biostoff, aber ich muss mich nicht vor diesem Biostoff schützen. Ich kann ganz normal arbeiten, ohne spezielle persönliche Schutzausrüstung. Ganz anders verhält es sich in der Risikogruppe 2. Das sind Erreger, die können bei Menschen zu Krankheiten führen. Eine großartige Verbreitung ist eher unwahrscheinlich. Und die klassischen Maßnahmen wie der normale Mund-Nasen-Schutz, die normalen Schutzhandschuhe oder eine Impfung schützen mich vor diesen Erregern. Und die Risikogruppe 3, und das ist da, wo es auch das Coronavirus zu zählt, die stellen eine ernste Bedrohung für den Menschen dar. Das heißt, sie können zu einer schweren Erkrankung auch beim Gesunden führen. Aber, wieder die gute Nachricht, ich kann mich ganz gut noch davor schützen. Jetzt zwar nicht durch Impfung, aber durch Tragen von speziellen persönlichen Schutzausrüstungen, immer dann, wenn ich längere Zeit mit dem Erreger zu tun habe. Und deswegen unterscheidet sich halt auch, kommen wir später noch drauf, der Mund-Nasen-Schutz und die Atemschutzmaske. Aber wie gesagt, das sind die Biostoffgruppen, die eingeteilt werden und die Risikogruppe 4, dazu zählt unter anderem das Ebola-Virus, hatten wir auch schon hier Fälle in Deutschland in der Pflege gehabt, im Krankenhaus, wie damals der Ausbruch war. Das sind noch ganz andere Maßnahmen zu ergreifen. Aber wie gesagt, hier ist die Biostoffverordnung, greift mit den Schutzmaßnahmen und die wurden auch im Umgang mit dem Coronavirus dann explizit beschrieben. Und meine Bitte einfach nach Corona nochmal prüfen, inwieweit meine Biostoffverordnung auch in den Unterlagen aktuell ist. Die Schutzmaßnahmen sind die aktuell, um jederzeit gewappnet zu sein. Das erstmal soweit zum Thema Biostoffe. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut erklären können. Sehr gut. Und was wir jetzt machen, wir haben die letzten Wochen ganz viele Fragen gestellt bekommen und die haben wir jetzt mal zusammengefasst beantwortet und wir werden durch die einzelnen Bereiche gleich durchgehen. Auch hier nochmal der Hinweis, die Folien sind sehr vollgepackt. Das haben wir bewusst gemacht, damit Sie alles in Ruhe nochmal nachlesen können. Und da die Frage nochmal kam, ja, Sie bekommen die Aufnahme sowie die Unterlage als Handout zur Verfügung gestellt. Das werden wir im Nachgang an das Webinar an Sie verschicken. So, wie sieht es denn aus, wenn ich wirklich einen begründeten Verdachtsfall oder eine bestätigte Covid-19-Erkrankung habe? Worauf muss ich denn achten in puncto Hygienemaßnahmen, Robert? Ja, die wir täglich über die Presse auch mitgeteilt bekommen. Wichtig ist hier im begründeten Verdachtsfall oder bei einer bestätigten Erkrankung, dann gibt es ganz klare Zutrittsbeschränkungen. Das fängt jetzt im Gesundheitswesen an, das kennen wir leider Gottes alles, dass wir in die alten Pflegeeinrichtungen nicht mehr rein dürfen, um unsere Verwandten zu besuchen im Krankenhaus. Keine Zugangsberechtigung mehr haben, viele öffentliche Einrichtungen geschlossen sind und gerade im Einzelhandel, in Supermärkten, das ist auch gut und richtig so, nur eine begrenzte Anzahl von Menschen in den Handel, in die Läden lassen, um ihren Einkauf zu tätigen. Um halt auch die Menschen, die dort arbeiten,
letztendlich zu schützen, weil die sind einer stetigen kleinen Bakterienwolke ausgesetzt. Das sind solche Maßnahmen, die jetzt auch zum Glück greifen. Da natürlich das Anlegen von Mund-Nasen-Schutz im Allgemeinen ausreichend. Auch draußen, wenn ich mich in den Geschäften bewege, reichen Schal vorm Mund oder selbstgenähter Mund-Nasen-Schutz, weil wir ja noch kurz auf die Tröpfchengröße kommen. Nur wenn ich in der Pflege tätig bin, länger ganz eng mit erkrankten oder verdächtigen Personen zu tun habe, die ich pflegen, behandeln muss, dann muss ich eine spezielle FFP-Schutzmaske tragen und dann je nach Tätigkeit, kommen wir später auch noch drauf, lege ich meinen Schutzkittel an. Und ansonsten das, was ich sonst immer mache, Handhygiene, Handhygiene, Handhygiene und die geeigneten Produkte setzen wir auch ein. Und das wichtige Punkt unten, und das darf man einfach nicht vergessen, sind unsere Reinigungstextilien, die wir noch einsetzen. Das heißt also den Wischbezug für den Boden, den Schwamm, das Tuch für die Oberflächen. Denken Sie dran, neben Corona sind noch viele andere Keime noch da drin. Die schnelle, sachbereitgemäße Aufbereitung dieser Reinigungstextilien hilft auch, die Übertragung zu verhindern und eine Verbreitung von vielen Keimen und dem Coronavirus zu verhindern. Und deswegen, wie gesagt, ganz großer Augenmerk auch auf die Aufbereitung dieser Textilien. Welche Empfehlungen haben wir da sonst noch so, liebe Victoria? Genau, ich habe es schon vorab erwähnt, es geht um die persönliche Schutzausrüstung. Und wenn jetzt wirklich ein Fall vorliegt, beziehungsweise ein Zimmer zeitnah, vielleicht noch wenn ein Patient drinnen ist, gereinigt werden muss, dann empfehlen wir wirklich einen kompletten Schutz des Körpers mit so einem Einweg-Overall, mit einem Mund-Nasen-Schutz oder besser ist noch die FFP2-Maske, das werden wir gleich nochmal erklären. Wir empfehlen einen Augenschutz und auch entsprechende Handschuhe, damit man wirklich sich umfassend schützt, entsprechend da selbst zu erkranken. Also da ist wirklich darauf zu achten, sofern da wirklich ein Patient drinnen ist. Aber in puncto Handschuhe, das sehe ich ja jetzt ganz oft. Ich gehe in den Supermarkt und ganz viele Leute haben Handschuhe an. Hilft mir das? Also wie gesagt, der Handschuh hilft jetzt erstmal natürlich meine Haut zu schützen als solches. Aber im privaten Bereich unterwegs brauchen Sie keine Handschuhe zu tragen. Wichtig ist, wenn Sie unterwegs waren, weil Sie spazieren waren, weil Sie einkaufen waren, danach zu Hause sich die Hände zu waschen. Weil auch so ein Handschuh entsprechend, den Sie ja tragen, der ist ja dann auch Verunreinigbarkeit. Und wenn ich mir mit dem Handschuh dann ins Gesicht fasse, in die Augen fasse, habe ich auch mal einen Übertragungsweg. Also von daher erstmal nicht. Handschuhe sind generell gefordert. Da, wo ich beruflich Umgang mit Erkrankten in der Pflege zu tun habe, da muss ich Einwegschutzhandschuhe tragen. Generell, ich muss chemikaliebeständige Handschuhe tragen, wenn ich entsprechend im Bereich der Reinigung und Desinfektion unterwegs bin. Das sind Standards, die schon immer beschrieben sind, auch nach Biostoffverordnung, Risikogruppe 2, wann ich welche Handschuhe zu tragen habe. Und man kann auch, und das ist halt auch gewisse Sonderregelungen, Einweghandschuhe mal zwischendurch desinfizieren, weil vielleicht nicht genügend da sind. Da halten wir uns an die Vorgaben vom Robert-Koch-Institut, die das entsprechend empfehlen, wenn der Handschuh das A zulässt, B nicht kaputt ist und C nicht sichtbar schon verunreinigt ist. Da kann man einen Einweghandschuh desinfiziert aufbereiten. Der Mehrweghandschuh, der Chemikaliebeständige, den wir halt alle tragen, wenn wir mit Desinfektionsmitteln umgehen, wenn wir Reinigungstätigkeiten durchführen, der etwas chemikaliebeständig ist, wo ich den Stuhl unten umschlagen kann, den kann ich auch mit Desinfektionsmittellösung einmal auswaschen. Aber wie gesagt, draußen Handschuh tragen, nein, muss ich nicht, weil meine gesunde, intakte Haut schützt mich ja generell vor vielen, vielen Keimen. Genau. Und das Thema Schutzkleidung nun weiter zu den Atemschutzmasken. Sie kennen bestimmt die beiden Varianten. Es war ja jetzt umfassend in den Medien und es gibt auch schon Fragen dazu. Zum einen gibt es die FFP, in Amerika heißt die N95-Maske und da gibt es drei Dichtigkeitsklassen. Das heißt, das beschreibt die Anzahl der Partikel, die noch durchgehen. Das heißt, bei einer FFP1 sind es Maximum 25%, bei der Klasse 2 11% und bei der Klasse 3 maximal 5%. Gemäß RKI brauchen wir, um uns vor Covid-19 zu schützen, mindestens eine FFP2 oder einfach die 3-Maske. Und da bitte darauf achten, dass Sie nicht zu lange tragen. Es gibt eine maximale Tragezeit, man sagt circa 2 Stunden. Das sollte aber auch in der Gebrauchsanleitung der Maske drin stehen. Oder wenn die Maske feucht ist, dann bitte auch entsprechend wechseln. Das andere sind die Mund-Nasen-Schutzmasken.
Das sind diese klassischen OP-Masken, worunter man die kennt. In manchen Ländern ja jetzt auch schon empfohlen, beziehungsweise in Österreich darf man ohne diese Maske gar nicht mehr einkaufen gehen. Und da ist immer die Frage, helfen die nicht? RKI hat sich da auch lange schwer getan, Empfehlung rauszugeben. Wir haben einmal versucht, die wichtigsten Punkte zusammenzufassen zu dem Thema. Also, die helfen bedingt. Das muss man sagen. Sie helfen schon, allerdings bedingt. Sie sind nicht so ein guter Schutz wie die FFP2-Masken. Die helfen insofern, weil man sich nicht an Mund und Nase fassen kann. Das heißt, ich kann, wenn ich meine Hände irgendwas anpacke, dann nicht an Mund und Nase, an die Schleimhäute kommen. Und da hilft es auf jeden Fall schon mal ganz gut. Und wenn ich selber niese oder spreche, hält es mein persönliches Sekret zurück. Das heißt, wenn ich selbst infiziert bin, dann wird auch das Risiko minimiert, andere zu infizieren. Das sind die beiden großen Vorteile davon. Zudem kommt dazu, dass das Coronavirus relativ groß ist. Das heißt, nach den neuesten Erkenntnissen reichen da schon einfache Filter, um das Coronavirus zurückzuhalten. Man sieht hier beispielsweise, ein Norovirus ist relativ klein mit 39 Nanometer. Das Coronavirus hat 120 Nanometer. Insofern auch da die Empfehlung, dass diese Maske durchaus hilft. Allerdings auch wieder beachten, wie lange Sie diese Masken tragen. Denn wenn die feucht werden, dringt das Viruspartikel relativ einfach durch. Generell, wenn die Frage oft, empfehlen wir nun, die Masken zu tragen oder sie nicht. Also Fakt ist, wir halten uns da auch komplett ans RKI. Es ist zu empfehlen, es reicht aber gerade für den Hausgebrauch eine selbstgefertigte Maske. Das ist okay. Besonders zu empfehlenswert natürlich auch, wenn ich aufgrund des Schutzes, dass ich mir da nicht an Mund und Nase fassen kann. Allerdings, und das ist ganz wichtig, wiegen Sie sich nicht, wenn Sie diese Maske tragen, in falscher Sicherheit. Das heißt, ich muss dennoch all die anderen Hygienevorschriften beachten und meine Hände entsprechend auch waschen. Ich hoffe, wir konnten das hiermit soweit beantworten. Robert, hast du noch Fragen dazu oder Ergänzungen? Nee, eigentlich alles super erklärt. Wie gesagt, gerade der normale Mund-Nasen-Schutz, Schutzstufe 2, reicht generell aus. Draußen reicht auch ein ganz normales Tuch aus, erstmal, also ein Schal. Nur wenn ich entsprechend intensiven Kontakt habe, wie du erwähnt hast, FFP2-Maske. Wie ziehe ich die dann richtig an, liebe Victoria? Genau, da ist wirklich darauf zu achten, dass man auch auf eine gründliche Handhygiene achtet und auch schaut, dass die Schutzmaske nicht irgendwie beschädigt ist. Und gerade bei den FFP2-Masken, der Hinweis, die muss vernünftig sitzen. Das heißt, wenn da irgendwie Haare oder irgendwelche Kleidungsstücke dazwischen sind, dann bringt natürlich dieser Schutz dann auch entsprechend wenig. An der Stelle kommt immer wieder die Frage auch auf, was mache ich denn jetzt mit meinen Risikogruppen? Dürfen die noch arbeiten gehen, wenn ich zum Beispiel Asthma habe? Darf ich dann noch zur Arbeit? Worauf muss ich achten, Robert? Ja, gerade das Thema Asthma. Asthmatiker sind natürlich etwas nicht gefährdet, weil Sie müssen das so sehen, bei diesen FFP2- und 3-Masken habe ich ein kleines Atemventil. Es erschwert mir die Atmung. Ich muss kräftiger ein- und ausatmen. Und das kann bei Asthmatikern generell zu einem Problem führen. Und deswegen sollte das im Vorfeld auch ärztlich entsprechend abgeklärt werden, inwieweit einer, der an Asthma erkrankt ist, an Asthma leidet, über längeren Zeitraum diese FFP-Schutzmasken tragen kann. Ohne, wie gesagt, entsprechend auch noch durch Asthma sich zu gefährden. Das muss man einfach dann bitte berücksichtigen. Oder aber was jetzt, wir haben jetzt gerade die Pollenzeit, wo viele Pollen unterwegs sind, generelle Grippezeit. Das ist die Frage, kann ich da arbeiten gehen? Es kommt immer auf den Umfang der generellen Erkrankung an. Aber wie gesagt, in der Regel auch das entsprechend mit dem Arzt abzuklären oder mit dem Arbeitgeber. Aber ansonsten kann man ganz normal arbeiten gehen. Wichtig ist, wie gesagt, gerade beim Asthmatiker, das Thema der FFP2-Masken vorher abklären, aufgrund des Atemwiderstands durch die Maske, damit es dazu keinen gesundheitlichen Problemen kommt. Genau. An der Stelle nochmal der Hinweis von meiner Seite, weil die Frage auch schon kam, wie sieht es denn aus mit der Wiederverwendung von FFP-Masken sowie Mund-Nasen-Schutz? Ja. Und da gibt es seitens des RKIs einen Hinweis, dass man im Moment diese Einweg Masken aufgrund der ausgerufenen Notfallsituation wiederverwenden darf. Das heißt, im Moment ist das erlaubt, allerdings nur dann, wenn ich es eindeutig einer Person zuordnen kann und ich darf die Masken nicht desinfizieren. Das ist anders bei selbstgenähten Masken, die darf man durchaus dann auch und soll die auch in der Waschmaschine waschen. Da kommen wir später noch zum Thema Textilhygiene dazu. Aber an und für sich, alles, was Einweg ist,
Die darf ich unter gewissen Voraussetzungen entsprechend wiederverwenden. Ich muss nur darauf achten, dass die Innenfläche nicht kontaminiert ist. Es gibt auch die wiederverwendbaren Atemschutzmasken, der Vollständigkeit halber. Dort ist der Grundkörper desinfizierbar und den Partikelfilter kann ich auswechseln. Hier haben wir ein paar Links dazu, sollte es ein Thema sein, bitte über die entsprechenden Links auf unserer eClub-Homepage oder auch bei der Homepage der Bauer informieren. Es gibt noch gezielte Schritte, wie ich sowas wiederverwende. Wir werden das jetzt nicht durchgehen. Sie kriegen das als Unterlage zugeschickt. Falls das für Sie relevant ist, haben Sie hier nochmal alle Punkte sowie die entsprechende Quelle aufgeführt. Zu den Desinfektionsprodukten, Robert. Worauf muss ich denn da achten? Das, was ich vorhin schon mal erwähnt habe, einfach die gelisteten Präparate, wie es generell ja gefordert ist, einzusetzen im Gesundheitswesen, in der Lebenshygiene. Da habe ich entsprechend VAH oder EN-Norm geprüfte Produkte im Einsatz für die Hände, für die Fläche, für die Oberflächeninstrumente und so weiter auf Bereitung. Sogar für die Waschmittel, die Waschpulver entsprechend haben wir gelistete Präparate. Hier ist darauf zu achten, auf entsprechendes Wirkungsspektrum. Und es gibt ja den Begriff der Viruzidie, das heißt die allumfassende Inaktivierung aller Viren, die einen beschädigen können. Das muss ich bei Corona nicht zwingend einsetzen. Hier reichen die Präparate aus, die einen begrenzt viruswirksamen Bereich haben. Wieso begrenzt viruswirksam? Ganz einfach, die volle Viruzidie, den Nachweis dazu kann ich nur dann bringen, wenn die Chemikalie oder das Verfahren in der Lage ist, das Adeno-Papova-Vakzini und das Polivirus zu inaktivieren, also diese vier Referenzviren, wenn die nicht mehr vorhanden sind, dann zählt ein Produkt, ein Verfahren als Vollvirozid. Das brauche ich aber im Corona-Fall nicht, weil die meisten Präparate und Verfahren töten das Adeno-Papova und das Vakzinia-Virus ab. Und zu dieser Gruppe der Vakzinia-Viren zählen auch die Coronaviren. Und diese drei Virengruppen, die werden als begrenzt Virozid bezeichnet dann die Produkte verfahren und die sind dann auch vollkommen ausreichend. Also ich muss keine RKI-gelisteten oder vollvirozidierten Produkte einsetzen, wie es teilweise gefordert wird bei anderen Erkrankungen, sondern hier reichen die ganz normalen Standardpräparate auf. Schauen Sie mal auf Ihren Desinfektionsplan, auf Ihrem Produktblatt von Ihrem Reinigungsmittel und Desinfektionsmittel, was Sie einsetzen. Und da werden Sie lesen, begrenzt Virozid oder begrenzt Virozid Plus mit der Gruppe der Vakzinia-Viren. Wichtig ist halt, wenn ich Desinfektionsmittelprodukte einsetze, dass ich, und da kommen wir jetzt beim nächsten Slide dann dazu, die halt auch nicht zu lange lagere. Das ist immer die Frage, wie lange können Desinfektionsmittellösungen entsprechend verbraucht oder genutzt werden. Wenn sie original verpackt sind, abgefüllt sind, haben die eine sehr lange Haltbarkeit. Je nach Herstellerangaben bitte darauf achten, das kann zwischen 1 und 3 Jahren sein. Sobald ich eine Flasche öffne, sei es für die Handhygiene, für die Oberflächen, Instrumentenaufbereitung und so weiter, dann entsprechenden Herstellerangaben bitte darauf achten. Und da gibt es entsprechende Vorgaben, zum Beispiel für die alkoholischen Händedesinfektionsmittel, dass man sagt, in der Regel nach 6 Monaten muss die Flasche, wenn sie geöffnet ist, aufgebraucht sein. Aber ganz ehrlich, liebe Viktoria, das wissen wir auch, wenn ich irgendwo eine Flasche Wandspender drin habe und die halt auch nutze, dann hängt die keine 6 Monate, die ist relativ schnell aufgebraucht. Sollte mal eine Flasche 6 Monate irgendwo im Spender sein, dann ist vielleicht der Spender vielleicht falsch platziert, weil er da nicht oft genug genutzt wird. Ansonsten die Desinfektionsmittel Lösungen nach Herstellerangaben. Es gibt da Unterschiede bei Chlor- und Wasserstoffperoxid. Da bitte, wie gesagt, darauf achten. Da kann der Anspruch schon mal ein bisschen kürzer sein. Wichtig ist, wenn Sie eine Lösung ansetzen in einem Eimer, wie hier abgebildet, und ein Reinigungstuch verwenden, das Tuch dürfen Sie generell für die Desinfektion nur einmal in die Lösung eintauchen, danach nicht mehr. Und diese Lösung, die Sie angesetzt haben, sollte nach 8 Stunden dann verworfen werden. Wie gesagt, ein Zurückführen der Textilien ist nicht zulässig, um die Lösung nicht zu verunreinigen und diese offenen, großen Eimer dann entsprechend nach 8 Stunden entsorgen. Das soweit erstmal dazu. Aber das sind Standards, die man generell im Gesundheitswesen, der Lebenshygiene auch kennt und auch schon täglich schon so umsetzt, auch schon vor Corona. Ja, wunderbar, lieber Robert. Und ich habe jetzt gesehen, es kommen ganz viele Fragen schon. Ich finde das wunderbar und Sie werden sehen, wir werden die meisten, denke ich, gut beantworten können. Und ich sehe gerade, wir haben alles richtig vorbereitet, lieber Robert. Das ist schon mal sehr gut. Was wir jetzt mit Ihnen vorhaben, wir leiten Sie jetzt durch sämtliche Gebäude, sei es durch öffentliche Gebäude,
durch Hotellerie, durch Restaurants und gehen dort alle Bereiche einzeln durch. Wir haben hier stellvertretend mal ein paar Bilder von Schulen über den Supermarkt mit Einkaufswagen, Obsttheke bis hin zu Büros, aber auch Kindergärten, all das werden wir entsprechend durchgehen und Ihnen hier Maßnahmen aufzeigen, worauf Sie achten müssen. Hier nochmal als Übersicht die verschiedenen Bereiche. Und wie gesagt, wir gehen das jetzt einzeln durch. Der Hinweis an der Stelle nochmal, es ist sehr detailliert. Es ist sehr viel auf die Folien gepackt. Wir gehen das nur im Groben durch. Sie kriegen alle Unterlagen zugeschickt und auch die Aufnahme. Aber Robert, ich habe dich das jetzt schon zigmal gefragt. Ich glaube, du weißt das. Wie viele Oberflächen berührt denn eine Person innerhalb einer halben Stunde? Ja, diese Antwort hat mich seinerzeit selbst überrascht, wie du mir damals die Frage gestellt hast. Ich glaube, ich habe mich total verschätzt. Jetzt weiß ich es ja, im Durchschnitt sind es wirklich 300 Flächen. Und das passt auch. Ich habe mich mal ein bisschen beobachtet. Man fasst ja immer wieder was an. Von Türklinken, von Oberflächengegenständen. Also 300 mal die Möglichkeit, mir Keime auf die Hand zu holen, was meine gesunde, intakte Haut relativ wenig interessiert. Und je nachdem, wo ich tätig bin, mache ich dann auch eine Handhygiene, um diese Keime wieder von meiner Haut runter zu bekommen. Im Übrigen, liebe Victoria, nennt man diese Keime, die ich so täglich auf meiner Hand bekomme durch Berühren von Gegenständen, die sogenannte transiente Hautflora, also Anflugkeime, die gar nicht zur Haut gehören. Und in der Handhygiene ist genau das Ziel, diese Anflugkeime wieder von meiner Haut runter zu bekommen, entweder A, durch ausreichendes Händewaschen, beim Corona ausreichend, oder B, im gewerblichen, im medizinischen Bereich durch die klassische Handhygiene. Das heißt, im Grunde... Und dazu gibt es eine ganz... Ja. Weil die Frage oft kommt, waschen oder desinfizieren. Das heißt, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, zu Hause als einfach, wenn ich jetzt einkaufen gehe, reicht komplett Hände waschen. Ich muss dann nicht als Gesamtteil der Gesamtbevölkerung meine Hände desinfizieren. Richtig? Ist richtig. Und diejenigen, die mich persönlich kennen und du auch, Victoria, die wissen, ich habe unheimlich Spaß an Hygiene, lebe das schon seit über 35 Jahren. Und ganz ehrlich, können Sie mir das glauben oder nicht, ich wasche mir hier zu Hause auch wirklich nur die Hände. Eine Handhygiene nur in ganz speziellen Fällen, aber wenn ich mit Lebensmitteln umgehe, wenn ich einen Salat zubereite oder sonstiges mache, wo ich Gäste habe. Aber jetzt bei Corona, ich wasche mir mehr die Hände. Ja, das reicht doch vollkommen aus. Und ich bin immer noch gesund und immer noch nicht infiziert, weil ich genau das berücksichtige, hier im privaten Bereich, Hände waschen und Abstand halten zu meinen Menschen. Ansonsten, das können Sie auf dem Chart lesen, ist immer die Frage, waschen oder desinfizieren. Ich denke, das haben wir jetzt beantwortet, weil ich die Hände zu desinfizieren habe. Wichtig ist bei der Handhygiene, das gilt aber generell so, das trainieren wir auch immer wieder in unseren Schulungen, in den Einrichtungen, ist diese Einwirkzeit von 30 Sekunden. Die alkoholischen Präparate benötigen 30 Sekunden, um alle Bakterien und Viren, Bakterien abzutöten und Viren zu inaktivieren. Die Hände müssen ausreichend benetzt sein. Und deswegen nützt es nichts, wenn ich irgendwo hinkomme und jemand will mir was auf die Hand sprühen. Das bringt gar nichts. Wenn ich Handhygiene mache, dann richtig. Und Sie lesen halt unten noch die antimikrobiellen Seifen. Die gibt es auch. Die sind auch zugelassen in der VAH-Liste. Die können im Lebensmittelbereich eingesetzt werden. Der Lebensmittelverarbeitung und Produktion. Das sind Seifen mit einem Wirkstoff, der auch Keime abtötet und Viren inaktiviert. Aber auch da die Spielregel. 30 Sekunden lang die Hände waschen, 30 Sekunden abspülen. Also im Vorgang von einer Minute, die sind auch zugelassen. Und das entscheidet jede Einrichtung für sich selbst, was sie dort einsetzt. Aber ansonsten, Hände waschen reicht aus. Und dazu, liebe Victoria, gibt es auch ein schönes Verfahren, das bebildert ist, wie ich das richtig die Hände mir einreibe, oder? Genau. Also zum einen noch der Hinweis nochmal zum Händewaschen. Das sehen Sie hier auf der Folie mit den Verfahren. Zur Desinfektion komme ich gleich nochmal. Aber was hier jetzt auch noch ein wichtiger Punkt ist, den ich ganz spannend finde an der Stelle, wie mache ich das denn am richtigen mit dem Abtrocknen? Und generell die Empfehlung, die ich habe, gerade in Küchen und in der Pflege Einwegpapier verwenden, wenn Sie die Hände waschen. Das ist das sicherste Mittel. Man kann auch restliche Mikroorganismen durch das Papier nochmal mit abwischen. Und von dem her ist das die Empfehlung von unserer Seite. Zu Hause kann man durchaus ein Handtuch verwenden. Das sollte man regelmäßig wechseln. Es ist oft die Frage gekommen, wie oft denn jetzt das Handtuch wechseln. Da gab es vor kurzem ein Statement dazu, das ich gehört habe. Ich möchte mich nicht darauf festnageln. Da hieß es so, nach dreimal verwenden war eine der Überlegungen. Ich würde einfach das so oft wie möglich auch verwenden, gerade wenn es längere Zeit nass hängt. Da vermehren sich ja die Mikroorganismen drauf. Das heißt, da wirklich darauf zu achten, das regelmäßig auch zu wechseln. Hast du was zu ergänzen, lieber Robert?
Also wie gesagt, wie du schon sagst, ist hier im privaten Bereich, das muss jeder für sich selbst entscheiden, in welchem Zeitraum er die Handtücher wechselt. Im gewerblichen Bereich sind der Stoffhandtücher generell nicht zugelassen, je nachdem, wo ich tätig bin. Und ansonsten, wie gesagt, je häufiger, desto besser. Genau. Sehr gut. Dann gehen wir mal weiter. Wie versprochen, die verschiedenen Schritte, Sie kennen das, nur noch mal der Vollständigkeit halber, achten Sie wirklich darauf, dass Sie diese Schritte einhalten. Es gibt auch ganz tolle Videos dazu, die wir empfehlen an dieser Stelle. Und die 30 Sekunden mit ausreichend Flüssigkeit, das wollen wir auch an dieser Stelle nochmal erwähnen. So, Sie merken auch hier wieder, es ist vollgepackt. Was ich jetzt mache, ich werde jetzt nicht die Standardprozesse im Einzelnen vorlesen. Die haben Sie ohnehin definiert, die gelten, wenn gerade keine Epidemie ist, ohnehin, die kennen Sie pro Einheit. Was wir aber erwähnen werden, sind jeweils die besonderen Kontaktpunkte und wir gehen im zweiten Schritt darauf ein, auf sogenannte Sanierungsverfahren, um die Infektionskette zu unterbrechen. Und Sie sehen oben auch in der Leiste, wir gehen die einzelnen Bereiche durch und starten mit den Gäste- und Bewohnerzimmern. An dieser Stelle sind hier nochmal die Kontaktpunkte aufgeführt und einer der wichtigsten Hinweise ist gerade die Fernbedienung, Robert. Was meinst du denn zur Fernbedienung? Ja, wie gesagt, Fernbedienung ist halt eines der häufigst angefassten Objekte. Wenn ich jetzt im Hotel bin, jetzt sind ja viele Hotels sehr geschlossen, aber im Krankenhaus oder Altenpflege und so weiter oder generell Tastaturen, muss man einfach mal so sehen, die sich nur sehr schwer aufbereiten lassen. Wie gesagt, wenn ich eine Tastatur habe mit der geschlossenen Oberfläche, kann ich die sehr gut desinfizieren, reinigen. Aber in den Regelfällen habe ich ja Fernbedienungen, die sehr offen sind. Das heißt, ich kann da nicht so nass reinigen und das desinfizieren. Ich werde die Fernbedienung kaputt machen. Und deswegen wichtig ist, wenn ich solche Fernbedienungen habe, mit dem Tuch die Mechanik einsetzen, gut über die Tastatursache gehen. Das gilt auch gerade in den Supermärkten, wenn dann mit Pins, mit Karte bezahlt wird und man den PIN eingibt an diese Gerätschaften. Das ist nicht ganz einfach, die wieder sauber zu bekommen. Deswegen einfach mit dem Tuch gut drüberwischen, am besten Alkoholgetränketuch, aber nicht zu feucht, um zu verhindern, dass mir die Tastatur oder das Lesegerät kaputt geht. Das soweit erstmal dazu. Genau. Generell gilt für Bewohner und Gästezimmer, wenn da wirklich ein Fall drinnen war, dann empfiehlt sich, sofern die Person nicht mehr drinnen ist, entsprechend das Zimmer zu öffnen, am besten Luftzirkulation zuzulassen, aber den Zugang sperren. Das heißt, da soll sonst niemand rein und dann vor einer Reinigung zu warten. Und da gibt es verschiedene Quellen von 24 Stunden, wir haben auch schon gehört, 72 Stunden. Das hängt halt so ein bisschen damit ab, aufgrund der Überlebenszeit der Viren, wie wir schon gehört haben. Das wird sich auch vielleicht nochmal ändern. Aber die Empfehlung liegt derzeit bei mindestens 24 Stunden, vielleicht auch länger. Und danach kann ich mir auch einen Teil der Schutzausrüstung sparen. Wenn die Person jedoch drinnen ist, dann bitte mit der Schutzausrüstung, die ich vorhin gesagt habe, das Zimmer reinigen und dabei wirklich darauf achten, dass Sie alle Bereiche reinigen, alle harten Oberflächen reinigen und vor allem desinfizieren. Das ist ganz wichtig an der Stelle. Auch nochmal wichtig zu erwähnen, die Schutzausrüstung, ich hatte es erwähnt, aber was ich Ihnen auch nochmal nahelegen wollen möchte, dass Sie symptomatische Mitarbeiter isolieren. Und die Empfehlung ist auch nach wie vor, wenn irgendjemand Ihrer Mitarbeiter mit einem Erkrankten in Kontakt war, das heißt, es hat sich jemand jetzt krank gemeldet mit Covid-19, ist es nachgewiesen, Sie wissen auch, dass diese Person mit Mitarbeitern zusammen war, dann ist die Empfehlung der Gesundheitsbehörde, diese Mitarbeiter 14 Tage, auch wenn die keine Symptome haben, in Quarantäne zu schicken. Gegebenenfalls an dieser Stelle nochmal mit der Gesundheitsbehörde Kontakt aufzunehmen, aber diese Informationen liegen uns soweit vor. Hast du Ergänzungen, Robert? Nein, gar nicht. Wie gesagt, die Schutzmaßnahmen regeln immer das, was ich im Vorfeld antreffe. Wenn jemand im Raum ist, dann muss ich mich anders auch noch schützen, als wenn jemand nicht im Raum ist. Und je länger der Raum nicht genutzt war, desto sicherer ist er. Das sind so einfach so ein paar Spielregeln, die man im Hinterkopf haben muss. Und wichtig ist, die Mitarbeiter immer wieder zu informieren, zu trainieren, damit sie auch entsprechend sicher sind und Sicherheit auch gegenüber den anderen Menschen auch ausstrahlen. Sehr gut. Dann ist die Frage, die immer wieder aufkommt, kann Covid-19 über Bettwäsche übertragen werden? Die Wahrscheinlichkeit ist wahnsinnig unwahrscheinlich. Also ich würde fast Nein sagen. Was meinst du, Robert?
Ich schließe mich deiner Meinung sehr gerne an. Nein, die Gefahr besteht gar nicht. Gar nicht, es ist falsch, es gibt keinen hundertprozentigen Schutz, aber sehr, sehr unwahrscheinlich. Also solange ich nicht in die Bettdecke reinbeiße oder sonstiges. Nein, die Wäsche, und das ist nachher das Entscheidende, die wird generell, das ist ja ein Standardverfahren im Hotelbereich, in der Textilaufbereitung sowieso, in der gewerblichen Waschmaschine aufbereitet, um nicht nur das Coronavirus, sondern viele andere Erreger auch und Keimewechsel bekommen. Und wenn ich die Textilhygiene sachgerecht umsetze, brauche ich mir um die Bettwäsche keine Gedanken zu machen. Genau. Dann kam oft die Frage mit Sanitärbereich. Und das unterscheidet sich zwischen Gästezimmer und Bewohnerzimmer. Beim Bewohnerzimmer empfehlen wir generell, das täglich zu reinigen und zu desinfizieren. Beim Gästezimmer reicht das nach Abreise der Gäste. Im Moment eh wenig anwendbar, sage ich jetzt mal. Und ansonsten, darf ich alle Flächen berühren? Ja, Sie können alle Flächen berühren. Nur auf die Händehygiene achten und wirklich die Flächen, die oft berührt werden, wie gesagt, öfters reinigen und desinfizieren. Und das schließt auch sämtliche Schalter und Fernbedienungen mit ein. Dann gehen wir weiter zu dem öffentlichen Bereich. Hier kennen Sie wieder die Standardprozesse und auch nochmal der Hinweis auf die besonderen Kontaktpunkte. Das geht auch wieder von Türgriffen über, nicht vergessen, Getränkestationen, Kaffeestationen. Ich habe gesehen, teilweise sind die auch schon abgeschaltet, je nachdem, wo man gerade ist. Aber falls nicht, da entsprechend nochmal auf die Desinfektion auch achten. Aber auch Thema Tastatur, Einkaufswegen, auch das sind so besondere Kontaktpunkte, auf die man trifft im Alltag. Und da entsprechend vernünftig reinigen und desinfizieren, und damit ist auch schon viel gewonnen. Zu den Sanierungsfahren, wir haben ganz viel schon gesagt. Wichtig auch, erhöhen Sie die Reinigungs- und Desinfektionsfrequenz. Das ist ganz entscheidend. Je häufiger ich reinige, da kann ich schon wirklich die Anzahl an Mikroorganismen deutlich reduzieren und durch Desinfektion nochmal vermehrt. Dann auch nochmal ganz entscheidend, überlegen Sie, welche Lieferanten Sie tatsächlich benötigen. Und überlegen Sie gegebenenfalls, welche Einschränkungen hier vorzunehmen. Das auch nochmal ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle. Und Robert, wie ist deine Meinung zu den Plexiglasscheiben? Macht das Sinn? Ich sehe die immer häufiger in Supermärkten. Ja, also wie gesagt, absolut machen die Sinn, weil das Thema ist ja wirklich, wie gesagt, das Virus, was ja in der außerhalb der, des Körpers der Menschen oder der tierischen Zelle hier nur ganz schwierig am Überleben kann, wird immer Tröpfchen übertragen. Und den Menschen, der uns entsprechend bedient, versorgt, durch solche eine Plexiglasscheibe zu schützen, ist sehr, sehr sinnig. Und das soll auch wirklich konsequent umgesetzt werden. Überall da, wo Menschen an den Kassen, in den Backshops, an der Lebensmittelvitrine, in sonstigen Bereichen sitzen, die uns auch bedienen und das öffentliche Leben weiter aufrechthalten, die gilt es durch so eine Plexiglasscheibe wirklich zu schützen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, dass das so umgesetzt wird. Eine ganz wesentliche Maßnahme, um zu verhindern, dass noch mehr Menschen erkranken. Genau. So, wir haben ja noch weitere Fragen, die immer wieder auftauchen. Viele haben wir schon beantwortet. Und das eine ist nach wie vor, ich kann alle Oberflächen berühren, wenn ich eine gute Hygienepraxis dann handhabe. Da kommt auch immer wieder die Frage, wir wissen ja selber, es gibt eine gewisse Einschränkung in der Lieferfähigkeit von Desinfektionsmittelprodukten, nicht nur bei uns, sondern auch generell in der Industrie, auch bei unseren Mitbewerbern. Reicht jetzt reinigen? Wann muss ich desinfizieren? Kannst du hierzu nochmal eine Information geben? Ja, weil wie gesagt, das Thema gerade im Bereich des öffentlichen Bereiches, ne, nicht da, wo ich jetzt in der Krankenpflege, im Gesundheitswesen oder in der Lebensmittelproduktion bin, wo eine klassische Desinfektion ja generell vorgeschrieben ist, um halt auch alle anderen Erreger abzutöten. Aber im öffentlichen Bereich, eine gute Reinigung reicht vollkommen aus, weil das Virus lässt sich mechanisch gut entfernen und daher, um den Kreis zu schließen, die Reinigungstextilien, wo das Virus sich drin aufhält sozusagen, wo der andere Keime auch, dann sachgerecht aufzubereiten oder Einwegtücher zu verwenden. Aber ganz gezielt, um auch Chemikalien zu sparen, wirklich da, wo sie dringend benötigt werden, dann einzusetzen, reicht es vollkommen aus, eine gute Reinigung umzusetzen von Kontaktflächen. Und damit stellen sie eine sehr gute Unterbrechung der Übertragungswege, Unterbrechung der Infektionskette dar. Und das kann man wirklich nur unterstreichen. Im öffentlichen Bereich muss ich nicht mit Desinfektionsmittel arbeiten, wenn es um Kontaktfläche geht. Eine gute Reinigung reicht da aus. Und wichtig ist, die Reinigungstextilien sachgerecht aufzubereiten. Das ist das Entscheidende.
Genau, und auch ein wichtiger Hinweis an der Stelle nochmal, weil die Frage auch immer wieder kommt, wie kann ich weiterhin mein Risiko minimieren, mich anzustecken? Ich kann tatsächlich auch zum Beispiel eine Tür mit dem Ellbogen öffnen. Das kann ich machen. Ja. Das ist vollkommen okay und dadurch habe ich natürlich auch nochmal eine Minimierung des Risikos. Auch oft die Frage, kommen die Abiturprüfungen kommen oder kommen nicht, man weiß es nicht, aber wenn sie kommen, ja. PC, Tastatur, muss ich jetzt Angst haben, dort meine Abi-Klausur zu tippen? Also wenn ich gut gelernt habe, muss ich generell von der Abi-Klausur keine Angst haben, at 1. Punkt 2 ist, dass meine gesunde Intaktheit mich generell vor vielen, vielen Keimen auch jeden Tag schützt. Und da ist einfach nur wichtig, gerade jetzt in der heutigen Zeit, die Tastaturen mit dem feuchten Tuch mal drüber abzuwischen, wenn ein Abiturient oder ein Schüler oder sonstige Person danach an die Tastatur heran muss. Das ist viel sinniger. Also wie gesagt, man braucht keine Angst haben. Die Tastatur wird danach sauber gemacht. Nicht zu nass, um die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten, sondern mit einmal einem feuchten Tuch drüber wischen. Am besten da ein Alkoholgetränk ist, das wirkt schnell, verbleiben keine Rückstoffe. Und da ist es sinnig, alkoholgetränkte Desinfektionstücher einzusetzen. Ja. Wunderbar. Und auch nochmal der Hinweis, weil die Frage auch immer kommt, in Kindergärten, wenn ich desinfizieren muss, dann empfehlen wir auch Alkohol, ansonsten auch dort häufiger zu reinigen und auf die Handhygiene zu achten. Ja, weil, wie gesagt, gerade das Thema Kindergärten ein wichtiger Punkt ist, unsere Kleinsten, die da versorgt werden. Das gilt aber generell im Infektionsschutzgesetz. Die nehmen ja gerne alles in den Mund, stecken Finger in den Mund. Ist so vollkommen gut so. Wichtig ist halt auch das, regelmäßig die Gegenstände, die Kontaktflächen aufzubereiten und auch dort, wenn eine Desinfektion vonnöten ist, ein alkoholisches Präparat einzusetzen, wegen der schnellen Einwirkzeit, bleibt rückstandsfrei und breites Wirkungsspektrum. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Dann gehen wir mal weiter zum Thema Lebensmittelbereich. Da muss man unterscheiden zwischen mit Lebensmittelkontakt und ohne Lebensmittelkontakt bei den Oberflächen. Wir haben auch hier wieder die Standardprozesse dargelegt, die Sie ohnehin etabliert haben für Ihr Unternehmen und die besonderen Kontaktpunkte auch nochmal. Und da wirklich auch nochmal achten Sie auf sämtliche Griffe an dieser Stelle, Bedienwegen, auch Stühle und so weiter, aber auch Werkzeuge, damit wirklich alles vernünftig auch gereinigt wird. Generell zu den Sanierungsmaßnahmen, da gilt auch wieder das Standardverfahren zur Reinigung von Geschirr zu befolgen. Da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Da gibt es auch einen Hinweis vom RKI dazu. Und für uns nochmal wichtig zu sagen, alles, was spülbar ist, am besten in der Geschirrspülmaschine zu spülen. Die Oberflächen entsprechend zu waschen und zu desinfizieren. Und sollte noch irgendwo ein Buffet aufhaben, dann entsprechend die Utensilien öfters zu reinigen. Generell auch empfehlen wir, die Schulungen vermehrt durchzuführen und bei der Spülmaschine nochmal der Hinweis, darauf zu achten, dass ausreichend Produkt vorhanden ist und die Maschine die richtige Temperatur hat. Generell, ich habe es Ihnen gesagt, das Thema Geschirrhygiene ein ganz wichtiger Punkt. Es gibt vom RKI den Hinweis, dass ein normales Waschverfahren in einer industriellen Spülmaschine, ausreicht. Das heißt, das ist komplett ausreichend. Wichtig dabei ist zu bedenken, dass das Geschirr, sowohl das kontaminierte als auch das saubere Geschirr, in geschlossenen Behälter zur Spülmaschine transportiert werden soll. Und danach gilt es, diese Wegen auch entsprechend zu reinigen und auch, wenn das kontaminierte Geschirr drinnen war, zu desinfizieren. Das ist ein kleiner Hinweis an der Stelle nochmal. Achten Sie auch auf die Spültemperatur, dass die mindestens 60 Grad beträgt und die Glasspültemperatur 80 Grad. Jetzt kann es aber sein, wir wissen das aus der Praxis, dass die Maschine vielleicht nicht ganz die 60 erreicht, sondern nur 55. Worauf muss ich denn dann achten, Robert? Ja, wichtig ist, und das ist also auch nichts Neues, das ist ein Standardprozess, den ich berücksichtigen muss. Da gibt es eine eigene DIN-Norm zum Thema Geschirrspülen. Und wir haben ja, wie du eben so schön sagtest, gewisse Temperaturen, Kontaktzeiten und die Mechanik, die stellen wir generell die Hygiene ja sicher in der Geschirraufbereitung. Und sollte mir die Temperatur größer 60 Grad fehlen, dann gibt es die Empfehlung, einen Reiniger einzusetzen, welcher
eine desinfizierende Komponente mit beinhaltet. In der Regel ist es ein chlorhaltiges Präparat dann, um genau diese fehlerhafte Temperatur durch die Chemikalie entsprechend auszugleichen. Das sind schon mal ältere Gerätschaften, ältere Maschinen, die das vielleicht nicht mehr so erreichen. Und dafür kann man desinfizierende Reiniger mit einsetzen, ist auch gefordert. Aber ansonsten, wie du eben so schön sagtest, die Standardprozesse in der Geschirrspülmaschine stellen generell ein ganz, ganz sicheres Verfahren dar. Wir sprechen hier immer von einer gewerblichen Geschirrspülmaschine. Genau. Kurzer Hinweis noch an der Stelle, wenn Sie ein Gerät zur Wasseraufbereitung im Einsatz haben, bedenken Sie auch, gerade wenn das Haus jetzt eine Zeit lang stillstand, das entsprechend aufzubereiten, zu reinigen und zu desinfizieren. Da gibt es spezielle Anbieter dazu. Und das gilt auch für die ganzen Wasserleitungen. Auch daran denken, entsprechend diese Wasserleitungen auch vernünftig zu desinfizieren und aufzubereiten. Am besten wäre es, wenn Sie im Moment, ja, wenn es geschlossen hat, Sie vielleicht auch doch noch ins Haus hin müssen. Die Leitungen, wir empfehlen alle 24 Stunden gut durchzuspülen. Muss gar nicht warm sein, aber einfach gut durchspülen, um dem vorzubeugen. Generell, wie desinfiziere ich Oberflächen? Ich denke, das kennen Sie, nur nochmal kurz erwähnt. Wichtig ist, sichtbare Verschmutzungen zu entfernen, danach Desinfektionsreiniger aufbringen, einwirken lassen, abspülen und mit einem Einwegtuch oder an der Luft trocknen lassen. Und schon sind wir beim Bereich ohne Lebensmittelkontakt. An der Stelle auch nochmal ein paar Hinweise. Ich muss auf die Zeit ein bisschen achten, sehe ich gerade noch 10 Minuten. Was sind die besonderen Kontaktpunkte an dieser Stelle? Sind ganz, ganz viele. Herausgreifen möchte ich so Sachen wie zum Beispiel Stifte, Rechnungsmäppchen, sofern noch im Einsatz, aber auch wieder die Reinigungswerkzeuge, auch da wieder drauf zu achten, die auch vernünftig aufzubereiten. Bei den Sanierungsverfahren, wir haben ganz viel dazu schon gesagt. Wichtig auch nochmal, generell die persönliche Hygiene besteht weiterhin, auch die gute Hygienepraxis besteht weiterhin, auch die weiterhin auch anwenden. Wir empfehlen generell, die Häufigkeit, die Frequenz praktisch der Reinigung und der Desinfektion zu erhöhen. Das gibt es generell zu beachten. Und auch zu dem Bereich nochmal die Oberflächendesinfektion. Wenn es eine Oberfläche ist ohne Lebensmittelkontakt, dann reicht es, wenn man diesen Schritt des Nachspülens weglässt und einfach an der Luft trocknen lässt. Und auch da zur Küche gab es verschiedene Fragen wieder. Wir werden jetzt einzeln nochmal gezielt hervorheben. Das eine war, wenn ich jetzt irgendwie mit Lebensmittelresten oder Abwasser in Kontakt komme, muss ich dann Angst haben, Robert? Nein, um Gottes Willen, muss ich keine Angst haben, weil generell gilt es da, auch die allgemeinen Spielregeln immer zu beachten, wenn ich in der Geschirrspülmaschine unterwegs bin, die sauber mache, die Reinigungsflotte ablasse täglich, da trage ich ganz normal meine Schutzschürze, die auch wasserabweisend ist, um mich vor Durchfeuchtung meiner Berufsbekleidung zu schützen. Ich trage Schutzhandschuhe, weil ich mit Reinigungsinfektionsmittel umgehe, aber ich brauche keine Angst zu haben, dass ich dadurch krank werde oder mir eine Infektion einhandle. Nein. Keine Gefahr. Sehr gut. Dann gab es noch ein paar andere Themen. Bei der Reinigung muss ich keine Veränderung durchführen. Ich sollte nur häufiger reinigen. Das ist ganz wichtig nochmal. Ja. Ich muss auch nicht den Boden desinfizieren, es sei denn, es ist durch die Geschäftsleitung gefordert oder auch durch die Gesundheitsbehörde. Ansonsten reicht eine ordnungsmäßige Bodenreinigung in der Regel aus. Und wenn ich niese, wie gehabt, in die Armbeuge niesen. Das kennen Sie aber ohnehin. Dann gehen wir weiter ins Restaurant, sofern überhaupt noch geöffnet, gilt es da entsprechend, ja, der Hinweis hatten wir schon, übers Essen wird nicht übertragen, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr gering und das gleiche über die Tische. Auch da nochmal die Empfehlung, die Frequenz der Reinigung zu erhöhen. Bei den Servietten, bei wiederverwendbaren Servietten bitte entsprechend aufbereiten bei 60 oder 80 Grad im geeigneten Waschverfahren in der Industriemaschine, kommen wir gleich nochmal dazu. Bei Einwegservietten sollten die Wände frisch eingedeckt werden, aber wie gesagt, auch kein Thema. Beim Geschirr ist es so, wir haben es erwähnt, einfach durch die Maschine schicken und dann reicht das auch aus. Aber Robert, ich habe zum Beispiel Gläser, die halten dem Spülgang nicht statt in der Maschine. Was mache ich denn damit? Ja, ganz normal muss ich diese Gläser oder gewisse andere Geschirrteile, je nach Wertigkeit, von Hand spülen. Das heißt wirklich ein Spülbecken, heißes Wasser reingebe, ein Handspülmittel eingeeignetes und dort von Hand spülen. Keine Angst, passiert gar nichts. Das Virus wird auch sehr gut von diesen Gegenständen, von den Gläsern, Geschirrteilen heruntergespült. Ich würde mir eher Gedanken darum machen, mit welchem Tuch
trockne ich danach das gespülte Geschirrteil auf. Und da ist es sinnig, entsprechend ein sauberes Geschirrtuch zu verwenden und das danach auch wieder zu wechseln. Weil das Nachtrocknen von Geschirr ist nach Neuratin auch zulässig unter Verwendung von Einwegtüchern und keine Mehrwegtüchern. Aber wenn ich ein Mehrwegtuch benutze, dann, wie gesagt, wechseln und desinfizierend waschen, kein Thema. Aber wie gesagt, Handspülen, keine Chance, wird das Virus nicht auf dem Glas verbleiben. Genau. In der Kantine gab es auch die Frage, bei diesen Entnahmestationen ist die Wahrscheinlichkeit auch sehr gering, dass ich mich dadurch anstecken kann. Wichtig ist nur, das nicht zu voll zu füllen. Und wenn Sie gerade die Kantine oder das Restaurant geschlossen haben, empfehlen wir generell, diese Entnahmestation abzudecken. Wenn es dann wieder geöffnet wird, am besten alles vernünftig nochmal zu spülen, zu reinigen. Und generell gilt es da nochmal eine Grundreinigung der Küche durchzuführen. In der Kantine, falls noch geöffnet, sollte auf jeden Fall ein Spuckschutz angebracht sein oder Sie geben die Lebensmittel verpackt aus. Es kann aber auch durch das Personal ausgegeben werden. Und jetzt gehen wir weiter zum Sanitärbereich. Auch da sind die Standardprozesse wieder klar. Wir haben hier noch ein paar besondere Kontaktpunkte, auf die man achten sollte, unter anderem Wickelstationen und auch Arbeitsplatten zu erwähnen. Und die gilt es wieder vermehrt zu desinfizieren und zu reinigen. Und da entsprechend die Häufigkeit eben wieder zu erhöhen. Sie merken, wir sagen das immer wieder, wenn da ist wirklich viel, was hilft, wenn man einfach häufiger das Ganze durchführt. Generell zum Sanitärbereich, da gab es auch viele Fragen. Ich darf noch auf eine öffentliche Sanitäranlage gehen. Ich muss da jetzt keine Angst haben. Wichtig ist auch wieder die vernünftige Reinigung und die Handhygiene. Und generell bei Toiletten, wann muss ich die denn reinigen? Robert, wie sieht denn da so die Aussage aus? Wann muss ich denn desinfizieren und wann darf ich reinigen? Also in öffentlichen Bereichen, wie gesagt, würde ich die Reinigungsfrequenz erhöhen, so wie es auch standardsgemäß immer gemacht wird. Und ich als Nutzer der Toilette muss keine Angst haben. Was ich generell ja machen soll, ist nach Verlassen der Toilette entsprechend mir die Hände zu waschen. Ich spreche von Händewaschen aus und im Bereich der Reinigung reichen da wirklich die ganz normalen Reinigungsprozesse aus. Anders schaut es aus, wenn ich im Sanitärbereich bin, im Krankenhaus, im Altenheim, ganz andere Spielregeln, aber alles, was öffentlicher Bereich ist, brauche ich mir keine Gedanken zu machen. Eher würde ich die Kontaktflächen, die Reinigungsfrequenz auf den Kontaktflächen erhöhen, um da sicherzustellen, dass alle Keime schnell heruntergewischt werden. Das wäre da wirklich drauf zu beachten. Und dann kommen wir jetzt gleich noch drauf, die Tücher dann noch sachgemäß aufzubereiten. Genau, super Überleitung. Und auch in der Textilhygiene gibt es entsprechende Kontaktpunkte wie Klapptische, aber auch Schalter, aber auch die Waschmaschinen-Schalter, die nicht zu vergessen, die entsprechend berücksichtigt werden müssen. Und speziell als Sanierungsverfahren gibt es da wirklich einige wichtige Richtlinien. Wir empfehlen, dass man den Kontakt womöglich mit kontaminierter Kleidung oder Wäsche eben vermeidet oder das nur entsprechend und dabei auf die Schutzausrüstung auch achtet. Das heißt, Verwendung von Handschuhen, Kitteln, das empfiehlt sich auf jeden Fall und auch geschlossene Behälter zur Aufbewahrung, auch ganz wichtig. Das heißt, beim Aufbewahren von Textilien ist darauf zu achten, dass diese entsprechend in, zum Beispiel, wenn es in Säcken ist, dass sie reißfest sind und verschließbar. Die sollten entsprechend auch verschlossen dann werden und auch beschriftet werden, damit man weiß, was drinnen ist. Auch ganz wichtig, eine zeitnahe Aufbereitung in einer industriellen Waschmaschine und achten Sie dabei auch auf die Programmauswahl, die Einwirkzeit und die richtige Produktkonzentration, natürlich je nach Produkt. Die Maschine bitte nicht überfüllen, auch nochmal ein Hinweis, und die Desinfektion der Reinigungswegen ist an der Stelle auch ganz wichtig, sowie des Maschinenrandes und der Tür. Wir haben hier nochmal ein paar Fragen dazu. Ich denke, wir haben das meiste beantwortet an dieser Stelle schon, aber schauen wir nochmal ganz kurz. Ich muss, wie gesagt, keine Angst haben, dass ich mich anstecke, wenn ich die Schutzausrüstung trage und auf Handhygiene achte. Ich denke, den Rest haben wir auch soweit beantwortet. Robert, hast du noch Ergänzung an dieser Stelle? Nein, also wie gesagt, gerade das Thema Reinigungstextilien, Aufbereitungs- und Standardverfahren. Sie nutzen bitte eine gewerbliche Waschmaschine, weil die in der Lage ist, entsprechend über Temperatur, über Haltezeiten und entsprechende Wassermenge, man spricht da von der Reinigungsflotte, die sachgerechte Aufbereitung durchzuführen.
Und wichtig ist halt am Ende des Arbeitstages oben die Schubladen offen zu lassen. Das mache ich immer, um halt zu verhindern, dass sich zu viel Feuchtigkeit in den Maschinen hält, in den Schubladen und es zu einer Verklebung, Verklumpung vielleicht führt von den Waschprodukten. Ansonsten die Kontaktflächen regelmäßig desinfizierend aufbereiten. Dann habe ich schon ganz, ganz viel gemacht. Wichtig ist halt die Aufbereitung einer gewerblichen Waschmaschine, um halt das System der Hygiene in der Waschmaschine sicherzustellen und, wie du so schön gesagt hattest, nicht zu vollpacken, weil ich brauche die Mechanik, das Auflockern der Wäsche im Schleudergang, in den Spülprozessen, damit die Textilfaser angeraut wird und alle Keime, Erreger, Schmutzpartikel vor allen Dingen herausgewaschen werden können. Dann frage ich mich aber, das klingt ja sehr kompliziert, ist nicht vernünftiger, auf Einwegtücher umzusteigen? Ja, das Thema Einwegtücher ist die Frage der Menge, wie viel ich benötige. Wenn ich einen größeren Bereich habe, wo ich viele Tücher brauche, dann mache ich Mehrwegtücher und bereite die sachgemäß auf. Wenn ich kleinere Objekte habe, wo ich nur ganz wenig Tücher brauche, dann ist es mit Sicherheit auch sinnig, Einwegtücher zu verwenden. Ist immer eine Frage, Umweltressourcen zu schonen, der Nutzung, der Häufigkeit und der Menge der Tücher, die ich für mein Objekt benötige. Das muss jeder für sich selbst abwägen, aber beides sind sichere Verfahren. Wichtig ist halt bei Mehrwegtüchern die sachgerechte Aufbereitung. Genau. Wir haben hier noch ein paar Richtlinien für Mitarbeiter zusammengefasst. Das Wichtigste haben wir erwähnt. Vielleicht an der Stelle nochmal zu empfehlen, dass kritische Mitarbeiter, die für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs wichtig sind, dass man die identifiziert. Der Hinweis nochmal, und dass alle Mitarbeiter wirklich regelmäßig über den Pandemiestatus informiert werden sollen. Wenn jemand krank ist, zu Hause lassen und entsprechend auch, wenn er im Kontakt war, die Kollegen in Quarantäne schicken. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen. Generell, was mache ich? Weil die Frage kommt auch immer wieder. Ich habe einen Fall in meiner Einrichtung. Muss ich jetzt dicht machen? Muss ich die in Quarantäne schicken? Und da ist ganz wichtig, fragen Sie Ihre zuständige Gesundheitsbehörde. Die wird Ihnen sagen, was zu tun ist. Wir können nur Empfehlungen geben, aber am Ende gilt das Wort der zuständigen Gesundheitsbehörde. Wenn die sagt, Sie müssen alle nach Hause schicken, die Einrichtung vielleicht auch komplett desinfizieren lassen, dann gilt das in dem Falle. Wir haben hier auch nochmal ein paar Punkte zusammengefasst. Wir lesen das jetzt nicht vor. Hier nochmal die wichtigsten Punkte, wie Sie die Infektionskette und die Krankheitskette unterbrechen können, je nach einzelnen Bereich. Wir schicken das nochmal rum, dann können Sie im Detail nochmal das durchlesen. Auch nochmal ganz wichtig, einige ganz gute Quellen, die wir Ihnen empfehlen. Zum einen die Seite des Robert-Koch-Instituts, dann die Seite vom WHO, von der Weltgesundheitsorganisation, dann auch die Seite von Migrologes, von Dr. Elke Jaspers hier zu empfehlen. Ich glaube, sie hört heute auch zu. Ja, wollte ich gerade sagen, ich glaube, sie ist heute sogar live in der Leitung. Und liebe Elke, nochmal vielen, vielen Dank auch für dein tolles Padlet, was du da hast. Du hältst das stetig aktuell. Kann ich alle nur empfehlen, immer wieder mal drauf zu gehen. Eine ganz, ganz tolle Geschichte. Genau, dann empfehlen wir auch das Bundesinstitut für Risikobewertung, dann das Bundesinstitut für gesundheitliche Aufklärung und Sie können gerne auch auf unserer Ecolab-Homepage nachschauen, da haben wir auch immer die aktuellen Informationen hinterlegt. Wir sind soweit jetzt fertig, wir glauben ganz stark daran, dass wir gemeinsam etwas bewirken können und durch diese Pandemie das schaffen werden. An dieser Stelle jetzt bedanken wir uns bei allen, die keine Fragen mehr haben. Sie dürfen gerne das Webinar jetzt verlassen. Für all jene, die noch Fragen haben, und ich habe ganz viele schon gesehen, wir bleiben jetzt noch in der Leitung und werden die Fragen beantworten. Und das würde ich sagen, starten wir jetzt, lieber Robert, oder? Hast du Lust? Nee, also ich würde schon auf jeden Fall jetzt mal mich bei allen recht herzlich bedanken fürs Dabeisein, fürs Zuhören. Und wie du schon sagst, Victoria, wir sind noch ein bisschen in der Leitung und freuen uns und warten dann auf Ihre Fragen. Ansonsten wünsche ich Ihnen eine entspannte Zeit und bleiben Sie gesund. Genau, dann schauen wir doch einfach mal. Was haben wir denn da? Ich muss mich ein bisschen durch die verschiedenen Bereiche. Ja, eine Frage ist natürlich, die kommt immer wieder. Es gibt nicht ausreichend Desinfektionsmittel, das wissen wir. Wir haben versucht, Ihnen zu sagen, da auch entsprechend häufiger zu reinigen. Es atmen alle Unternehmen mit Hochdruck dran. Nur vielleicht nochmal der Hinweis, dass derzeit die Nachfrage 15 Mal so hoch wie normal ist, damit Sie nur eine Vorstellung haben, was das für die ganzen Unternehmen bedeutet. Ich verstehe dennoch Ihre Verzweiflung an dieser Stelle. Robert, du hast es erklärt, vielleicht nochmal der Vollständigkeit halber zur Wiederholung. Was heißt denn jetzt
begrenzt Biozid und warum steht das auf den Produkten? Also die Viruswirksamkeit wird eingestuft in eine volle Viruzidie und in eine begrenzte Viruzidie. Volle Viruzidie habe ich vorhin erläutert gehabt, wenn ich alle vier Testviren inaktiviert habe, das brauche ich, um in die Richtlinie vom Robert-Koch-Institut, in die Bundesseuchen Robert-Koch-Liste eingetragen zu werden. Alle anderen werden als begrenzt Viruzid eingestuft und begrenzt Viruzid, der Nachweis wird gebracht, unter anderem durch das Inaktivierung des Vaccinia-Virus. Und das Coronavirus zählt zu dieser Gruppe und somit, wenn Sie irgendwo lesen, begrenzt Viruzid oder begrenzt Viruzid Plus, ist das für Sie als Verbraucher ein Hinweis, es ist sehr breit wirkungsfähig gegen Viren und insbesondere halt auch gegen das Coronavirus. Genau. Dann generell, wir haben gesagt, die Frequenz zu erhöhen von Oberflächen. Was heißt denn das konkret? Wie oft empfehlen wir denn entsprechend, gerade auch bei geschlossenen Restaurants, vielleicht die Oberflächen zu reinigen, zu desinfizieren? Also generell gilt es ja, wenn ich einen Gegenstand längere Zeit nicht benutzt habe, der staubt mir zu. Wir haben in der Luft halt auch ganz viele Mikroorganismen rumschwirren, Schimmelpilzsporen und so weiter und so fort. Und gerade in dem Bereich, wenn ich wieder was aufmache oder Gegenstände länger nicht benutzt habe, auch in der Lebensmittelindustrie, da muss ich die sachgerecht aufbereiten, um von vielen anderen Erregern die zu befreien. Und wie gesagt, gerade dann, wenn ich einen Raum länger nicht benutzt habe, vor Öffnung oder vor Benutzung generell gilt das durch wieder aufzubereiten. Ich sehe das immer wieder bei Dienstleistern, Catering, wenn ich einen großen Gegenstand habe, den ich vielleicht nur einmal die Woche benutze, für Lebensmittel zuzubereiten, da muss ich diese, auch wenn ich es vorher gereinigt habe, vor Nutzung nochmal desinfizierend aufbereiten oder durch die Spülmaschine geben. Wichtig ist, wie gesagt, gerade je länger was nicht genutzt worden ist, desto stärker ist es zugestaubt. Je mehr Keime können drauf sein, aber nicht jeder Keim lebt lange. Kommt immer auf die Einrichtung an. Die machen nichts verkehrt, wenn sie öfters mal gerade zwischendurch auch schon mal wieder sauber machen. Auch vor den Stellen, die hier vielleicht gerade nicht genutzt werden, um zu verhindern, dass sich da irgendwas aufbaut. Genau. Und dann ist auch noch eine ähnliche Frage dazu. Mit all diesen Vorschriften und so weiter und mit der möglichen Gefahr, Essen weiterhin bestellen oder nicht? Hättest du Bedenken, bei deinem gewohnten Restaurant Essen zu bestellen? Nein, gar nicht, weil, wie gesagt, wir in Deutschland einen sehr hohen, guten Standard haben, wo generell Lebensmittel sehr sicher zubereitet werden durch die gute Hygienepraxis, die auch weiterhin so umgesetzt werden. Und die Lebensmittel werden dann auch geschlossen, ja transportiert zum Verbraucher, zum Nutzer. Und die sind genauso sicher wie vorher auch. Ich hätte da keinerlei Bedenken, Essen zu ordern und auch dann zu essen. Dann eine spannende Frage. Gibt es eine Norm für die Schutzkittel, die zu tragen sind? Eine EN-Norm oder eine Vorschrift? Weißt du das? Es gibt Normen für das Thema, Arbeitsbekleidung sowieso. Es gibt Normen für das Thema Schutzkleidung. Ich kenne jetzt nicht jede Norm auswendig, aber im Lebensmittelbereich gibt es eine eigene Norm zum Thema Arbeitskleidung im Lebensmittelbereich. Es gibt eine Norm zum Thema Schutzkittel, wie die geartet sein müssen. Und es kommt immer auf die Tätigkeit an. Wie gesagt, im Umgang mit den Biostoffen regelt die Risikogruppe die Art der Schutzkleidung. Und genauso wie es spezielle Schutzkleidung für den Feuerwehrmann gibt, für den Rettungssanitäter gibt, gibt es auch spezielle Schutzkleidung für den Metzger, die Schutzhandschuhe, die schnittfesten sind. Es kommt immer auf die Tätigkeit an. Und jede Berufsgruppe hat seine eigenen Vorgaben von den Berufsgenossenschaften, was das Thema Schutzkleidung betrifft. Aber es gibt ganz, ganz viele Normen dazu. Ich kenne sie nicht alle auswendig, aber das ist alles geregelt zum Schutz unserer Mitarbeiter und Kolleginnen und Kollegen draußen vor Ort. Genau. Und dann ist auch noch eine spannende Frage, wie sieht es mit gekaufter Handelsware aus? Es ist viel in der Kunststoffverpackung. Es ist ja unreal, das alles abzuwaschen. Das ist richtig. Die Übertragung ist relativ eingeschränkt über diese Verpackungen. Alles abzuwaschen macht wenig Sinn. Und beachten Sie auch da, dass die Lebensdauer recht gering ist. Und vor allem auch nochmal ganz wichtig, das muss ja auch eine gewisse Feuchtigkeit haben, damit das Virus überhaupt überleben kann. Das heißt, selbst die 3 Tage, die passieren nicht, wenn die Oberfläche trocken ist. Von dem her ist das Risiko hier relativ minimal. Dann auch eine ganz spannende Frage. Kann ich statt einer Schutzmaske auch einen Schal anziehen? Ja. Sie können auch den mehrfach beachten. Sie nur eine Schutzmaske, können vielleicht mehrere Lagen haben, aber für als Normalperson reicht auch an dieser Stelle ein Schal aus.
Dann selbstgenähte Masken. Müssen die kochbar sein? Und wenn ja, bei wie viel Grad sollen die gewaschen werden, Robert? Was meinst du dazu? Es kommt immer auf das Textil an, womit ich meine Maske mir nähe. Aber wie gesagt, die Maske, die man sich selbst herstellt, die gelten ja für den privaten Bereich oder wenn ich den Einzelhandel betreibe zum Schutz der Menschen, die dort arbeiten. Natürlich, je höher die temperaturbeständig sind, desto besser ist es. Also wenn sie Masken selbst nähen, was herstellt, sollen sie Textil verwenden, was sie größer 60 Grad in der Waschmaschine aufbereiten können, weil ab 60 Grad, da fangen generell Mikroorganismen an, geschädigt zu werden. Nicht alle, je heißer, desto besser. Aber wie gesagt, sie sollten vom Textil her so beschaffen sein, dass sie Minimum 60, 65 Grad in der Waschmaschine aushalten. Und dann spülen sie nicht nur das Coronavirus raus, sondern das eine oder andere Schnupfenvirus auch noch und andere Keime, die ich sonst so über die Sprache aus meinem Mund-Nasen-Rachenraum in den Schal dann spucke, huste oder niese. Ist eine gute Geschichte. Und von daher, je höher textilbeständig sind von der Temperatur, desto sicherer sind sie. Wie sieht es aus mit der Empfehlung von selbstgenähten Schutzmasken im Lebensmittelbereich? Gleiche Aussage wie eben auch. Eine sehr gute Empfehlung, weil ich durch die Schutzmaske generell ja verhindere, Tröpfchen über meine Sprache, übers Atmen auszutragen aus meinem Nasenrachenraum. Und das Coronavirus, wie gesagt, ist ja relativ groß, ist an Tröpfchen gebunden. Wichtig ist, dass das Textil geeignet ist, auch eine gewisse Feuchtigkeit zu absorbieren. Weil wenn ich da zweimal gesprochen habe oder gehustet habe und der Mundschutz, der selbstgenähte, der Schal ist schon ganz nass feucht, dann hat er eh keinen Schutz mehr. Also von daher, die Textilart ist wichtig von der Faserdichte und wenn ich mehrere Lagen habe, desto besser. Also ein dicker Wollschal ist einfacher als ein dünner Seidenschal. Man kann es einfach ausgedrückt. Genau. Ganz spannende Frage ist auch hier Thema Schmierinfektion, Tröpfcheninfektion. Kann ich mich jetzt über Schmierinfektion anstecken? Und da muss man ganz klar auch und fairerweise sagen, das letzte Wort ist da noch nicht gesagt. Derzeit müssen wir all diese Übertragungswege Ihnen nahelegen, aber es gibt gerade auch noch Studien dazu, die versuchen herauszufinden, was ist denn am ehesten. Es sieht im Moment so aus, dass am ehesten die Tröpfcheninfektion über große Tröpfchen ist. Nichtsdestotrotz könnte auch eine Schmierinfektion damit zusammenhängen. Darum weisen wir auch darauf hin, dass es Stand der Technik, Stand vom RKI und vom WHO von heute. Und das ist uns nochmal wichtig, das zu wiederholen. Nichtsdestotrotz verstehe auch nochmal der Hinweis, häufig die Hände zu waschen, zu desinfizieren. Und Robert, du bist ja, weil die Frage konkret ist, nach, wie gehe ich mit dem Haustier um? Du bist ja ein Hundebesitzer und Liebhaber. Hast du noch einen Tipp? Ja, dafür? Absolut. Sollte. Also ich werde meine Hunde weder desinfizierend aufbreiten noch sonstiges machen. Auf jedem Menschen, auf jedem Tier leben ganz, ganz viele Keime, ist auch gut so, die brauchen wir auch alle, sonst wären wir gar nicht auch lebensfähig und auf meinen Hunden sind auch ganz viele Keime drauf. Was passiert, wenn ich meine Hunde anfasse? Ich nehme Keime von meinen Hunden auf, da passiert nichts, gesund, intakte Haut. Ich wasche mir die Hände, ich desinfiziere mir die Hände, wenn es die Situation erfordert. Das heißt also, wenn ich Lebensmittel zubereite oder wenn ich eine medizinische Einrichtung betrete, um all diese Anflugkeime, die ich täglich aufnehme durch das 300-malige Berühren von Gegenständen in einer halben Stunde oder über meine Haustiere, die ich auf der Hand habe, von Hand runter bekommen. Also keine besonderen Maßnahmen für meine Hunde. Genau, dann noch nicht die Frage. Oder Katzen oder Vögel oder sonstiges. Der Hinweis nochmal, Einwegmasken mit UV-Licht desinfizierbar. Es gibt derzeit keine Information, dass ich Einwegmasken damit desinfizieren kann und keine Anleitung seitens der verschiedenen Behörden. Deswegen die Empfehlung liegt, da möchten wir ganz klar an den RKI verweisen, der sagt, am besten wirklich trocknen lassen und dadurch dann wieder nutzen. Wir können an dieser Stelle keinen Hinweis darauf geben, weil einfach nichts publiziert wurde zu diesem Thema. Genau, also vorliegt ein Verfahren, was man kennt, was in speziellen Bereichen auch eingesetzt wird und werden kann, in der Wasseraufbereitung und so weiter, weil UV-Licht bedarf schon ein paar Spielregeln, damit es wirkt, aber so irgendwo mit UV-Licht anstrahlen, da bitte nicht, sondern wirklich da auf die Maßnahmen berufen, die das RKI dann auch für sinnig in dem Fall hält. Genau. Thema Schnelldesinfektion in der Handtasche, auch ein wichtiger Punkt. Ja, das nutzt schon, wenn Sie es 30 Sekunden einwirken lassen. Das bewirkt was. Nur bedenken Sie, auch dieses kleine Fläschchen ist ein Fläschchen möglicherweise mit hohem Kontaktpotenzial. Das heißt, wischen Sie auch das Fläschchen von außen ab. Das ist an der Stelle auch zu empfehlen.
Dann kam auch die Frage, ich habe jetzt eine Person, das hat mir gesagt, muss ich denn jetzt das schließen, meine Einheit, wenn da jemand, ein Mitarbeiter entsprechend getestet wurde? Bitte beachten Sie da jeweils die Information der örtlichen Gesundheitsbehörde. Auch eine ganz wichtige Frage, mobiler Pflegedienst, der ja in Wohnungen geht, gibt es da eine mögliche Schutzmaßnahme, die wir empfehlen, beziehungsweise wie gehe ich mit der Kleidung um, Robert? Hast du da eine Information? Das ist generell immer für den medizinischen Dienst oder den Pflegedienst in Ambulanten ein ganz hohes Maß an persönlicher Hygiene zu gewährleisten. Die sollten dann natürlich entsprechend halt auch einen eigenen Schutzkittel haben, den sie entsprechend auch arbeitstäglich wechseln und aufbereiten können. Oder wirklich, wenn sie Bedarfsfall haben, auch mal einen Einwegschutzkittel tragen. Aber wie gesagt, gerade die Kolleginnen und Kollegen, die hier täglich unterwegs sind, um andere Menschen zu versorgen, erstmal ein ganz hohes Maß an persönlicher Hygiene, was sie auch immer umsetzen, um generell zu verhindern, dass Keime übertragen werden. Und da kommt es auf die Standards der einzelnen Betriebe auch an. Jeder Betrieb, jeder Ambulanter Pflegedienst hat dazu Standards geschrieben und die gilt es einfach auch bitte einzuhalten. Genau. Dann eine Frage aus der Praxis. Wie schaue ich denn überhaupt nach, ob die Temperatur der Spülmaschine funktioniert? Oh, da gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder hat die Maschine eine vernünftige Außenanzeige noch, wenn es eine neuere Art ist, die ja dann noch aufgezeichnet wird. Bei der älteren Maschine ist es ganz schwierig. Da kann halt nur der Kollege oder Kollegin, die halt auch die Maschinen warten und servicieren, da eine Aussage treffen, wenn sie dann Wartungsvertrag haben. Oder ich sage mal jetzt bei uns, bei Ecolab, wenn unsere Kollegen draußen sind und nach der Dosiertechnik schauen, die können über entsprechende Temperaturfühler mal die Temperatur im Tank messen. Ansonsten, wie gesagt, wenn sie eine ältere Maschine haben, wo sie es außen nicht ablesen können, dann empfiehlt es sich schon mal, einen Temperaturfühler sich anzuschaffen, wo sie dann händig sozusagen die Temperatur einmal nachprüfen können. Aber wie gesagt, die Temperatur ist eine wichtige Geschichte, um die Hygiene sicherzustellen. Genau. Wir hatten auch schon mal das Thema kurz angesprochen zur Aufbereitung aller Reinigungsutensilien, die ich verwende im Bereich der Küche, in der Lebensmittelhygiene. Das hatten wir schon mal kurz erwähnt. Vielleicht an dieser Stelle nochmal die Frage, gerade das Thema Textilhygiene. Was gibt es denn da für Temperaturen, Haltezeit, Waschmittel? Weil ich werde vielleicht ja nicht immer die 60 bis 80 Grad erreichen. Kannst du das kurz noch mal zusammenfassen? Ja, wie gesagt, die Verfahren in der Waschmaschine sind natürlich auch geprüft und gelistet in der VWH-Liste beziehungsweise auch in der RKI-Liste. Ich habe eine thermische Aufbereitung. Thermisch heißt in der Temperatur 93 Grad. Und diese 93 Grad werden 10 Minuten gehalten, wirken im Programm 10 Minuten auf mein Textil ein. Dann ist es eine thermische Desinfektion. Und sobald ich da drunter gehe, habe ich entsprechende Haltezeit. Das heißt mal beispielsweise bei 60 Grad ist es in der Regel 20 Minuten, wo mittels der Temperatur, der 20 Minuten Kontaktzeit und einem desinfizierenden Waschmittel die Hygiene sichergestellt wird. Je höher ich die Temperatur fahren kann, desto geringer wird dann auch die Kontaktzeit. Das kann so bis zu 10 Minuten sein. Aber alles das ist beschrieben in der VAH-Liste zum Thema desinfizierendes Waschen, beziehungsweise in den Produktblättern auch beschrieben, wie da die Haltezeiten sind. Wenn ich jetzt keine gewerbliche Waschmaschine habe und habe halt nur eine Haushaltswaschmaschine, dann wird es etwas schwierig, weil ich kann die Haltezeit da nicht garantieren. Da sollten Sie einfach versuchen, die höchstmögliche Temperatur zu fahren. Weil, wie gesagt, ab 60 Grad werden die Keime geschädigt. Und wenn ich an meiner Temperatur fahre von 80 Grad, dann habe ich ja durch die Aufheizzeit bis 80 Grad schon eine sehr lange Kontaktzeit von Temperaturen größer 60 Grad und die helfen dann auch schon. Also gerade bei privaten Haushaltsmaschinen gilt es, die höchstmögliche Temperatur zu wählen, um dann ab 60 Grad eine sehr lange Haltezeit der Temperatur in der Waschmaschine zu haben. Bisschen komplexes Thematik, ja, aber ich hoffe, da jetzt ein bisschen Informationen habe geben zu können. Genau, dann gleich dazu Arbeitskleidung. Die kann ich ja nicht mit 60 Grad unbedingt desinfizieren oder aufbereiten. Reichen da vielleicht auch dann weniger Temperatur mit dem richtigen Produkt?
Ja, wie gesagt, wenn Sie die desinfiziert aufbereiten können, da gibt es Produkte. Bei uns beispielsweise ist Eltra 40 Grad, aber nur bei 40 Grad, da können Sie dann in der gewerblichen Maschine das entsprechend aufbereiten. Sollte ich das nicht haben, dann wie gesagt, höchstmögliche Temperatur, die das Textil verträgt. Und allein durch die Mechanik und das Waschen als solcher Spülen werden schon ganz, ganz viele Keime aus meiner Textilphase herausgelöst. Ist nachweislich kein gesichertes Verfahren, aber das Einzige, was Sie machen können, ist wirklich hier höchstmögliche Temperatur wählen, die das Textil verträgt. Die Waschmaschine zu 3/4 füllen, nicht alleine waschen, so ein Textil, weil ich brauche schon die Reibung von anderen Textilen, um die Faser aufzurauen, damit Keime entsprechend und Schmutzpartikel rausgewaschen werden können. Genau, wir haben noch viele Fragen. Ich habe noch Zeit, Robert. Ich vermute, du hast auch noch Zeit. Dann würde ich sagen, wir beantworten womöglich alle Fragen, damit Sie auch alle das haben. Wenn es nicht interessiert, gerne die Leitung verlassen. Aber ansonsten, wir geben uns Mühe, nochmal alles zu beantworten. Dann selbstgenähte Masken. Ja, macht durchaus Sinn. Wir haben es erwähnt. Und diese bitte auch entsprechend aufbereiten. Und dann ist auch die Frage, muss ich die unbedingt bei 95 Grad waschbar machen, wenn die auch mehrlagig sind? Was meinst du dazu? Und darf ich die auch in der Pflege verwenden? Ja, sag mal, in der Pflege sollte schon der Mund-Nasen-Schutz verwendet werden, weil der ist auch klassisch vorgegeben als Schutzausrüstung der Risikogruppe 2. Problem, was wir zurzeit haben, ein sehr hoher Engpass, weil ja einfach diese Mund-Nasen-Schutz halt auch in vielen Bereichen getragen werden, wo sie gar nicht so vonnöten sind. Und dann gerade in den klassischen Bereichen des Rettungsdienstes, der Pflege im Krankengesundheitswesen generell fehlt. Da sollte ich wirklich versuchen, auf diese klassische Maske, weil das sind mehrere Fließlagen, die da genäht sind. Die sind natürlich weitaus besser als der selbstgenähte Mund-Nasen-Schutz. Also in der Pflege brauche ich schon diese klassische Mund-Nasen-Schutz, um den hohen Standard der Hygiene aufrechtzuerhalten. Weil es gilt ja nicht nur, das Coronavirus abzuwehren, sondern wir haben mal ganz andere Erreger. Denk mal an den Staphylococcus aureus, der Besiedler des Nasenrachenraumes sein kann. Und wenn ich den bei einem Verbandwechsel in eine Wunde reinbringe, kann das eine Wundinfektion fordern. Und da hilft der Mund-Nasen-Schutz sehr wohl, diesen abzuhalten. Ein normaler, selbstgenähter Stoff, Mund-Nasen-Schutz, da wird auch vielleicht so ein Staph aureus durchgehen. Also im medizinischen Bereich bietet den professionellen Mund-Nasen-Schutz einsetzen. Wunderbar. Ganz spannende Frage. Wie sieht es aus mit der Desinfektion der Räume mit einem Ozongenerator? Da gibt es ein paar Spielregeln generell zu beachten, was überhaupt die Raumdesinfektion betrifft. Da gibt das RKI, also das Robert-Koch-Institut, in seiner RKI-Liste generell nur zwei Verfahren erstmal frei. Vom RKI sei, das ist das mit Formalin, mit Formaldehyd in einer wässrigen Lösung mit allen Vor- und Nachteilen und das Thema Wasserstoffperoxid. Ozon, inwieweit das jetzt geeignet ist, ich bin jetzt kein Chemiker, Ozon, aber generell hat er desinfizierende Wirkung, ja. Aber da sollte wirklich im Vorfeld genau geprüft werden, ob das Verfahren für meinen Raum geeignet ist. Vor allen Dingen, welche Oberflächen hat der Raum? Beispielsweise mit Wasserstoffperoxid kann ich natürlich den Raum vernebeln oder bedampfen, aber ich muss darauf achten, dass das alles harte, abweichbare Oberflächen sind. Textilien, da wirkt das nicht allzu viel. Da kann ich wieder mit aldehydhaltigen Präparaten arbeiten. Es kommt immer auf die Raumbeschaffenheit, die Materialien an und da gilt es wirklich hier ganz konkret auch mit dem Hersteller dieses Verfahrens Kontakt aufzunehmen und zu befragen, ob das für meinen Raum geeignet ist. Ansonsten gilt immer die klassische Scheuerwischdesinfektion, die ich einsetzen kann und auch sollte für gut zugängliche Oberflächen. Ansonsten, wie gesagt, H2O2, sprich Wasserstoffperoxid, ist ein gutes Verfahren. Ozon kennt man von anderen Bereichen, in der Wasseraufbereitung, der Badewasseraufbereitung etc. als gutes Verfahren. Bei der Raumgeschichte, da muss ich jetzt erstmal passen. Da bin ich jetzt nicht Chemiker genug, um das beurteilen zu können. Vielen Dank dafür. Eine Frage: Sidafenspin, muss das nachgespült werden? Nein, ein alkoholisches Desinfektionsmittel muss nicht mit Wasser nachgespült werden. Das gilt nur für Desinfektionsmittel auf anderer Basis. Immer auf das Produktetikett dabei achten. Da steht es auch drinnen. Dann eine spannende Frage: Reicht es einfach, den Kistenbezug entsprechend zu wechseln? Ja, das reicht komplett aus. Sie müssen jetzt nicht die Kissen Ja. irgendwie desinfizieren. Es reicht aus, einfach das zu wechseln. Sind Chlortabletten besser als Alkoholreiniger?
da die diese nicht nachgespült werden müssen. Also das kommt drauf an. Wenn man jetzt vom Coronavirus spricht, dann hilft Alkoholreiniger auch oder Alkoholdesinfektionsmittel, ist ja kein Reiniger an dieser Stelle. Wenn Sie einen Reiniger nehmen, dann ist natürlich jedes Desinfektionsmittel besser. Wenn es ein Alkoholdesinfektionsmittel ist, dann empfehlen wir, kann man das durchaus verwenden mit der Einwirkzeit, man muss nicht unbedingt Chlor nehmen. Chlor sowie Wasserstoffperoxid, die haben beide den Vorteil, dass sie ein breiteres Wirkungsspektrum haben. Das ist jetzt für das Covid-Virus komplett egal, es wird auch durch Alkohol abgetötet. Aber wenn Sie Sporen haben, wenn vielleicht eine Küche vielleicht länger geschlossen ist und sich da Sporen verbreitet haben, dann kann es durchaus Sinn machen, dass da auch Chlor oder Wasserstoffperoxid zum Einsatz kommen. Muss ich denn unbedingt in der Großküche Mundschutz tragen? Meines Erachtens ist es kein Muss, es ist eine Empfehlung vom RKI und bis jetzt habe ich noch kein Statement erhalten, dass ich es muss. Ich weiß aber, dass ich dadurch andere nicht anstecken kann. Vielleicht das als Hinweis an der Stelle. So, ich gehe einfach nochmal weiter. Da ist eine der Fragen, wie sinnvoll es ist, die Maßnahmen ab dem 20.04. zu lockern, ob man das Problem nicht verschiebt. Das ist eine sehr gute Frage. Da sind sich selbst die Experten noch nicht einig drüber. Das würde ich die Frage lieber den Experten überlassen. Es gibt derzeit verschiedene Szenarien, die überlegt werden. Alles ist möglich und uns fehlen noch die wesentlichen Studien dazu, um das wirklich validiert beantworten zu können. Dann weitere Frage. Was macht das Coronavirus so gefährlich? Lediglich die Tatsache, dass es kein Medikament gibt oder dass es die Struktur verändert? Also generell beim Coronavirus, was gefährlich ist, es ist für alte Menschen gefährlich und es ist für Menschen gefährlich, die eine Grunderkrankung haben. Das kann ich an der Stelle schon mal sagen. Was es auch gefährlich macht, ja, es kann wie jedes Virus die Form verändern. Derzeit vermutet man, dass es vermutlich wieder sich ändern kann, aber in die Richtung, dass vielleicht noch ansteckender wird. Das ist halt relativ ansteckend im Vergleich zu anderen Viren, wobei es gibt, wie zum Beispiel Masern, die sind deutlich ansteckender. Und tatsächlich, am gefährlichsten im Moment, wir haben kein Mittel, das dagegen wirkt. Das ist ganz klar zu sagen. Wir wissen im Moment noch nicht, wir haben kein Medikament, es gibt keine Impfung und somit sind diese in Gefahr. Und eines der Hauptprobleme ist, das wird in den Medien auch immer wieder gesagt, dass unsere Krankenhäuser überlastet sind. Das heißt, dass wir andere Erkrankungen dann nicht mehr vernünftig behandeln können. Das heißt, an dieser Stelle nochmal der Hinweis, wir müssen natürlich auch da die nächsten Studien noch abweisen, aber das zwischendurch mal als Hinweis. Spannende Frage, auch oft gestellt, es ist ja immer die Empfehlung, mit warmem Wasser zu waschen. Was ist, wenn ich denn kein warmes Wasser habe, Robert? Ja, warmes Wasser wird generell immer wieder empfohlen beim Thema Hände waschen. Da sagt die Arbeitsrichtlinienverordnung, dass unsere Waschplätze immer mit fließend kaltem und warmem Wasser ausgestattet sein müssen, weil es gibt wohl Untersuchungen, die beweisen, dass warmes Wasser besser Schmutz und Fette vom lösen kann. Aber wie gesagt, die Temperatur ist jetzt hier für das Virus nicht das Entscheidende, sondern hier ist wirklich die Zeit des Waschens als solches von mindestens 20 Sekunden mit einer Flüssigseife das Entscheidende. Die Temperatur hat eher was mit Ablösung von Schmutzpartikeln, Fetten zu tun, aber weniger hier beim Virus. Und bei der Oberflächenreinigung der Infektion spielt die Temperatur eh keine Rolle, weil alle Präparate darauf ausgelegt sind auf Kaltwasser. Es sei denn, wie gesagt, ich muss Fett lösen im Küchenbereich, da brauche ich wieder temperiertes Wasser. Aber in der Hygiene, was die Mikrobiologie betrifft, ist die Temperatur jetzt dort bei der Oberflächenreinigung oder beim Händewaschen nicht so entscheidend. Sehr gut. Dann eine Frage. N95-Masken, womit kann ich die gleichsetzen oder wie ist die Schutzwirkung? Da ganz klar nochmal der Hinweis, die sind gleichzusetzen mit den FFP2-Masken oder darüber hinaus. Das heißt, sie haben da eine Dichtigkeitsrate, dass maximal 11% noch an Partikeln durchgehen. Das ist in der Regel meist die amerikanische Bezeichnung. Das heißt, gleichzusetzen mit FFP2-Masken. Ja, spannende Aussage im Moment und da stimme ich auch zu. Es fühlt sich alles wie an alles nichts oder ja, es stimmt, wir warten tatsächlich noch auf die nächsten wissenschaftlichen Erkenntnisse. Ich bin da ganz bei Ihnen und so kann man das durchaus formulieren. Wir müssen einfach noch weiter die Analysen abwarten. Studien.
kann ein Haustierenüberträger von Covid-19 sein? Das ist noch nicht klar. Auch dazu warten wir auf die letzten Studien. Derzeit gibt es keinen Hinweis darauf, dass ein Haustier die Krankheit übertragen kann. Aber auch an der Stelle, es gibt noch nicht die finalen Studien dazu. Und die müssen wir natürlich abwarten, um auch da seriös sein, antworten zu können. Wie viele Lagen sollte eine selbstgenähte Maske haben? Derzeit sagt man 3 Lagen, ist so die Empfehlung, auch mit Vlies noch dabei. Das sind die gängigen Empfehlungen, die man derzeit lesen kann. Ja, Robert, eine Frage für dich. Ich weiß, du kannst das beantworten. Welche Verordnung sagt, dass warmes Wasser verwendet werden sollte? Kannst du die kam gerade ein bisschen schlecht drüber. Welche Verordnung beschreibt was bitte? Einfach nochmal die Frage wiederholen. Die Empfehlung von warmem Wasser. Ich denke, an der Stelle muss man auch nochmal differenzieren. Wasser für die Handhygiene und Wasser für die Reinigung. Bei der Handhygiene ist warmes Wasser. Also die Temperaturen werden nur an den Handwaschplätzen vorgegeben. Das ist die DIN-Norm im Lebensmittelbereich, DIN 10506, Lebensmittelhygiene, Ausstattung von Betriebsräumen. Und dort ist hinterlegt, dass diese Handwaschplätze mit diesem kaltem Wasser, warmem Wasser ausgestattet sein müssen. Für die Oberflächenreinigung betrifft das nicht. Da gibt es keine Vorgaben. Es gibt nur das Thema Handwaschplätze, Ausstattung von Betriebsräumen in der DIN 10506 Lebenshygiene oder in der Arbeitsrichtstättenverordnung generell für Betriebsräume. Alle Handwaschplätze hier in Deutschland sind mit fließendem, kaltem und warmem Wasser auszustatten. Genau. Bei ganz normal, ansonsten die meisten Produkte sind mit handwarmem Wasser zu benutzen. Das heißt, da muss es nicht wirklich warm sein für die Oberflächenhygiene. Ja, soweit. Wir sind durch mit den Fragen. Eine Frage, kleine humorvolle, wann gibt es Mittagessen? Das habe ich mich auch eben gefragt. Ich kriege auch schon langsam Hunger. ich denke, das waren jetzt alle. Ich sehe keine neuen Fragen mehr, die reinkommen. Dann würde ich sagen, wir schließen somit das Webinar. Bedanken uns für Ihre aktive Teilnahme. Super, dass Sie alle so mit aktiv dabei waren. Das macht echt Spaß. Von dem her bleiben Sie gesund. Wenn Sie Fragen haben, kommen Sie gerne nochmal auf uns zu. Genau. Robert, letzte Worte an dich. Ausnahmsweise habe ich heute mal das letzte Wort. Vielen lieben Dank, Victoria. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir. Bedanke mich auch bei allen, die zugehört haben, für die ganz, ganz vielen Fragen und bleiben Sie tapfer, gemeinsam kriegen wir es hin. Ich wünsche Ihnen eine sonnige Zeit und jetzt schon mal trotz allem Stress eine wunderschöne Osterzeit. Bleiben Sie gesund und tschüss. Genau, tschüss.